tried to break free, you tried to keep me bound. I tried to live right, you tried to keep me down. But now I'm going up, I'm moving higher than anywhere that I've been before. I'm flying, man. It's kinda crazy, like my feet are lifting off the ground. I'm touching heaven with my hands now to get the sound. But though I'm flying, my head is still level and I won't be bound down to hear the whispers of the devil. Now the future is here and it looks real bright, and it can be yours too if you set your path right. I know life can be hard, but you were put here to win. Just refuse to quit when you're down and get back up again. Man, I used to write my music from my tiny bedroom, and though I dreamt of being free, I felt trapped like in a tomb. And even though the times are dark and I can barely even see through all the tears, I sit and pen, weave out my destiny. But now the days are gone where I would listen to the critics who counted me out before they ran the proper analytics. I'm here to stay, just like a necklace waiting to be pearled, and I'm throwing up the chorus as I'm singing with the world. Careful who you listen to, who watch all of the things you do. I hate to break it to you, not everyone wants the best for you. Who try to take the dream inside you, they see. They're flat out jealous and envy all the things you will be. Yeah, just hold your head up, man, and keep on moving on. If I would've never struggled, then I wouldn't have this song. But don't get me wrong, no need to stack up your strife. You gotta watch the ones who you let speak straight into your life. Cause the artists, they will sing you all their fancy little songs with the funny little beats and all the catchy sing-alongs. But the messages they give are not the kind you should be fed. It's a recipe of lies they try to get stuck in your head. Man, I see some rappers sold their souls, I won't be selling mine. No need to find a source when you're eating from the vine. You thought that I was done, but now I'm leaving you behind. Wouldn't say I deserve it, but I'm here to get what's mine. Schönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wir haben heute Sonntag den 30.08. Danke, Slabby. Das geht ja schon gut los. Das ist ja hier, Mann, da wird der Ball gleich zugespielt.
Heute ist Plankenschnack Nummer 1. Babam. Und zwar mit da drüben Garak, da unten Slap Hey. Die jungen Hallo. Männer werden uns heute begleiten. Was ist das hier überhaupt? Der Plankenschnack. Wir werden uns zukünftig im 2-Wochen-Rhythmus treffen zum Sonntag. Und werden das Wort zum Sonntag verkünden, was das Game angeht, würde ich sagen. Was wir mitbringen, den habe ich mir schon den ganzen Tag aufgespart. Ja? Den wollte ich eigentlich schon den ganzen Tag raushauen. Garak muss schon lachen. Ja? Das sind hier Jahrzehnte Gaming-Erfahrung, wobei Garak schon mehr als drei Viertel mitbringt. Jungs, stellt euch doch mal vor. Alter vor Schönheit, würde ich sagen. Garak, bitte. Garak. Leute, Garak Durak mein Name, frag mich nicht, warum das ist so. Ein bisschen älter als die anderen beiden zusammen. Und ich bin der Flugsimulant hier. Nein, ich bin der Simulant aus dem Simulantenland. Der eine oder andere kennt mich schon. Und ich gehöre zum Plankenschnack, weil das einfach cool ist. Und wir wollen mal schauen, was dabei rauskommt. Ich streame auf meinem Kanal hauptsächlich Simulation. Das seit einem Jahr. Ich hatte gerade einjähriges Jubiläum. Und vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Da kann man schon mal klatschen. Ja. Danke, danke, danke. Und bin auch ganz zufrieden mit dem, was ich tue. 3-mal die Woche. Und ich habe da immer noch Spaß dran. Und das ist in meinem Alter ja nicht normal. Nicht? Also ich meine, ich muss ja schon im Ende entgegensehen. Insofern, ich tue mein Bestes. Slappy, hau rein. Ja, mein Name ist Slapstick. Ich bin der König aller Schlabberstücke, den man eindeutig an meiner Krone erkennen kann. alle anderen beiden haben sich Mützen angezogen, also dachte ich mir, ziehe ich die auch an, aber die ist eigentlich unwichtig, deswegen kann ich die auch wegtun. Ich wollte mir nur meine Haare nicht kaputt machen, deswegen habe ich sie nur hier oben drauf gemacht. Ich bin auch Streamer, wie man sich bestimmt denken kann. Ich streame auf meinem Kanal hauptsächlich, naja, es hat sich irgendwie so herauskristallisiert, dass ich hauptsächlich Minecraft streame. Ich würde auch ganz gerne andere Spiele streamen eigentlich, aber irgendwie macht mir das am meisten Spaß, von daher hat es sich halt auf jeden Fall so ergeben. Was ich auch gerne streame ab und an mal sind die Spiele aus der Dark Souls, aus dem Dark Souls Bereich, also Dark Souls 1 und 2 habe ich vor allen Dingen viel gestreamt und die machen mir auch sehr viel Spaß im Stream. Ansonsten, da kommt halt immer mal was, aber das sind so die größten Sachen, die man bei mir so sehen kann. Genau, dabei bin ich, also am Stream bin ich seit dem 1.7.2014, also knapp einen Monat länger als der Garak. Ich habe übrigens jetzt gelernt, dass man Garak Durak sagt und nicht Garak Durak, wie ich sonst immer gesagt habe. Gut zu wissen. Genau. Ich hab's dir immer verziehen. Aber ja, okay. für einen Monat 10 kann man auch nochmal, würde ich sagen, kann man schon mal. Da kann man schon mal Klopfer rauslassen. Genau. Und bei den Piraten bin ich jetzt bald seit einem Jahr, glaube ich, ne? Gelle? Mhm. Das ist, glaube ich, Oktober ungefähr wird es, glaube ich, ein Jahr sein. Ja. Und sowohl ich, wie ich mich hier fühle, so gerne sitze ich auch hier jetzt mit meinen beiden Kollegen. Bei mir sind sie über mir. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn hier eigentlich? Unten, du bist in der Mitte. Ich bin unten. Du bist in der Mitte. Bin in der Mitte. Ich bin das Sandwich. Ich bin das Gesandwichte. Genau. Das, ja, egal. Okay, alles klar, Nils. Du darfst. Ja, für die Leute, die mich nicht kennen, ich weiß es nicht, ob eventuell von Slappy oder Garak wir hier sind. Ich bin Dizzy. Ich habe das Ganze hier ins Leben gerufen. Also nicht den Plankenschnack, sondern die Piraten. Ich streame jetzt seit, glaube ich, fast einem Jahr Vollzeit. Also ich lebe quasi vom Stream und mache das jetzt seit 2 Jahren aktiv. Und ich liebe meinen Job, die Community, die Menschen, die mich umgeben, die Leute, die gerade hier sind, in Garak und Slappy. Also ich bin recht zufrieden und streame noch mit Herz und Leidenschaft. Was es bei mir zu sehen gibt, eigentlich alles quer durch den Gemüsegarten. Momentan fahre ich viel Schiff, weil ich den Job von Garak übernehmen muss. Der kann leider nicht mehr so viel und der ist ja so gut in dem Spiel. Und das gut beigebracht. Ja, das hast du auf jeden Fall sehr gut gemacht, ja. ansonsten gibt es bei mir alles Mögliche quer durch den Gemüsegarten zu sehen. Und das Ganze 6 Tage die Woche, manchmal auch Montag, je nachdem, wie ich drauf bin, kann man hier, was das Herz begehrt, bei mir sehen. Triple-A-Titel, kleine Spiele, große Spiele.
alles Mögliche. Was uns eigentlich auch zu unserem Thema bringt heute, was wir quasi für euch vorbereitet hatten oder was wir besprechen wollten. Und das wäre generell einfach das Streamen. Wie fängt man an? Was macht man? Wie kriegt man Publikum? Diese ganze Palette einfach mal, die Erfahrung, die wir mitbringen, die 4 Jahre quasi direkt auf euch draufschmeißen. Und ich würde einfach Slabby mal fragen, wie ist es bei dir eigentlich entstanden? Wie hast du angefangen? Ich habe ganz viel Twitch geguckt. So ist das bei mir entstanden. Und habe mich immer danach gesehnt, selber Streamer zu sein. Eigentlich, prinzipiell. Aber warum? Weil irgendwann. Naja, ich zock seit ich 5 Jahre alt bin. Ne? Und zocken ist einfach eine riesengroße Leidenschaft. Und ich habe halt immer viel gezockt und irgendwann habe ich Twitch entdeckt. Ich habe vorher halt mega viel bei YouTube geguckt, fand YouTube aber immer so, ich habe immer überlegt, soll ich für was für YouTube machen, irgendwie Videos aufnehmen oder so, aber irgendwie fand ich das dann nicht so. Irgendwas hat mich daran gestört an YouTube. Da können wir vielleicht später nochmal näher drauf eingehen, aber dann habe ich Twitch gefunden und ab dem Moment, wo ich quasi Twitch geguckt habe oder zum ersten Mal reingeschneit habe in Twitch, habe ich nie wieder YouTube, glaube ich, Gaming-Content gesehen. Nur noch ganz, ganz wenig auf jeden Fall. Nicht mehr so viel auf jeden Fall wie vorher. Und habe im Prinzip jeden Tag da dran gehangen für ungefähr, glaube ich, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder so. Und irgendwann hat sich's einfach so ergeben, dass meine Lebens quasi Umstände es einfach erlaubt haben, dass ich einfach mal ein paar Tage die Woche irgendwie streamen kann. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit beim Schopfe ergriffen und habe angefangen. Habe mir natürlich direkt, weil ich ja dämlich bin, schon vorher gutes Internet bestellt und noch eine Kamera und alles drum und dran. Ne? Soll man ja eigentlich nicht machen, sagt ja jeder. Gebt nicht so viel Geld aus am Anfang, sondern fangt es erstmal an und probiert rum. Aber ich bin halt dämlich und habe es direkt gemacht. Und deswegen, ja, hat aber ganz gut geklappt. Von daher. Wie ist das bei dir gewesen, Garak? Hast du genau dieselbe Intention gehabt? Warst du vorher auch auf Twitch unterwegs? Ich meine, du bist ja jetzt schon, was das Spielen angeht, doch der etwas ältere Hase. Also, was sind deine Intentionen gewesen, als du, sag ich mal, zu Twitch gekommen bist oder dass du angefangen hast, Streams zu gucken oder selber zu streamen dann? Ich kannte das gar nicht so richtig. Also, ich habe YouTube war überhaupt nichts für mich, also gar nicht so in meiner Altersgruppe nicht so richtig vorhanden, ist völlig an mir vorbeigegangen und Twitch habe ich eigentlich nur kennengelernt, ich habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, erste, zweite Hälfte des letzten Jahres, bin ich durch Zufall, ich weiß nicht mehr genau wie, auf dem Arma-Server gekommen, ich weiß echt nicht mehr genau, wie das zusammenhing damals, jedenfalls habe ich mit Arma angefangen, also altes Live, das fand ich irgendwie ganz cool, so Rollenspiele fand ich immer schon gut, habe ich früher auch sehr viel gespielt, auch Pen and Paper und so und meine ersten Games habe ich ja schon gespielt, da wart ihr beide noch lange nicht geboren, insofern, das ist schon eine Weile her, der erste Computer stand bei mir 79 auf dem Tisch, 1979, und insofern ist das schon eine Weile her. Grundsätzlich ist es so, dass ich irgendwie, wie gesagt, auf altes Leid, dann hatte ich durch meine Vorbildung halt, bin ich da, ich weiß auch nicht, so reingerutscht, dass ich dann Administrator wurde und geskriptet habe auf dem Server. Und auf einmal so. Und da war halt jemand, der streamte, so zwischendrin. Und das hatte ich mir dann angeguckt. Und der hatte zwar nicht Arma gestreamt, sondern andere Sachen. Und so kam das dann. Und Elite Sniper, glaube ich, war das. Oder Sniper Elite? Ja, Sniper Elite heißt das. Das hat er gestreamt, das fand ich ganz cool. Und dann hat er Diablo gestreamt und so. Und naja, dann habe ich ein bisschen mich umgeguckt. Ich kannte das eigentlich nicht. Und irgendwann dachte ich mir, probierst du das auch mal. Ne? Kann ja nicht so schwer sein. Der hat es hingekriegt, also werde ich das auch hinkriegen. Ich bin da ja sehr gerne und experimentiere gerne. Und dann ging das los. Dann habe ich meine ersten Streams gemacht. Die waren noch ohne, also bei mir sind alle Streams noch auf meinem Channel als Favoriten, weil ich bin ja eiskalt und habe meine Favoriten quasi, also meine Past Broadcasts sind auch gleichzeitig meine Favoriten. Die werden dann nämlich nicht gelöscht, ein Trick, ja. Weil die Past Broadcasts, die bleiben nur eine bestimmte Zeit und werden dann gelöscht von Twitch, die Favoriten aber nicht. Und wenn man einfach den ganzen Pass-Podcast als Favorit speichert, dann bleibt er. So ist also mein allererster Stream noch erhalten geblieben. Und
Katastrophe, ja. Ich habe da ein bisschen vor mich hingespielt. Ich habe sogar Payday gespielt. Also so weit war ich unten, ja. Und habe dann angefangen, verschiedene Spiele auszuprobieren. Hatte unheimlich Erfolg zu Anfang. Also das meiste war natürlich, sag mal, wie alt bist du denn? Und so, ja. Also bei mir ist ja immer die Frage des Alters. Die kommt so 5-mal pro Stream. Also früher waren es 50 Mal, mittlerweile ist es nicht mehr so oft. Und ja, dann habe ich angefangen mit hier Arc Age, ja, so ein Mass-Multiplayer-Online-Game, da hatte ich die Beta und Alpha und das streamte keiner, weil das zu der Zeit nicht streambar war. Also die großen Streamer aus den USA haben das nicht mehr gestreamt, weil es kurz vor Release war. In Deutschland hatte das seltsamerweise keiner gestreamt und da war ich dann der Einzige. Und da hatte ich dann, ich war eine Woche im Geschäft, in Anführungsstrichen, und hatte plötzlich 180 Viewer. Ne? Da bin ich fast nicht mit fertig geworden. Das ist auch sehr gefährlich. Das ist ja auch einer der Punkte, worüber man reden muss, wenn man streamt. Mhm. Ne? Wie geht das mit dem Hoch und Runter? Wie geht man damit um? Also bei mir fing es gleich an, voll durch die Decke, 180 Leute. Ja, und dann ging es wieder runter, weil das Spiel dann nicht mehr interessant war. Und so habe ich dann so ein bisschen hin und her gespielt. Und bis ich dann zu den Simulationen gekommen bin. Nicht, weil das jetzt ich eine Nische gesucht habe, sondern einfach, weil ich das schon seit 30 Jahren mache. Ich habe den Flugsimulator 1 gehabt, ja. 83, glaube ich, war das, oder 82. Und da habe ich dann gedacht, ach Mist, das ist ja das, was du sowieso immer machst. Und ich habe das ganze Equipment dafür und habe dann angefangen, einfach Flugsimulation zu streamen. Zwischendurch auch Truck-Simulation, also Truck-Simulator, Zug-Simulation, alles, was mit Simulation zusammenhängt. Und da bin ich jetzt einfach hängen geblieben. Und so ist das Ganze entstanden. Und das mache ich jetzt. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, fast nichts anderes als Simulation. Goat Simulator? Nee, wollte ich gerade sagen, der fehlt noch, oder? Der Goat Simulator? Ja, ich habe so ziemlich alles. Ich habe sogar Prism-Dings und all so was, aber das habe ich nicht gestreamt. Ne. Hauptsächlich ist es Flugsimulation mit den verschiedenen Simulatoren und ja, da bin ich halt recht gut. Und heute hat sich das auch völlig geändert. Also ich habe ganz zu Anfang habe ich einfach mal so, ach, probier's mal aus. Ich hatte gar keinen, ich wusste nicht, warum ich das mache. Also es ist oft so mit Dingen, die ich so mache. Also egal, ob es jetzt im Berufsleben ist oder im Privatbereich. Ich probiere einfach viele Sachen aus. Das habe ich immer schon gemacht. Und weil ich mich auf nichts so richtig festnageln lasse. Und dann, ich muss Spaß dran haben und dann geht's. Und später kam es dann eigentlich, dass es eher eine Mission geworden ist, den Leuten das näher zu bringen mit der Flugsimulation, dass es eben Spiele gibt, wo man ein bisschen Kopf einschalten muss, wo man ein bisschen, ja, was faszinierend sein kann in der Simulation, wenn man es richtig macht und nicht als Arcade-Game. Nichts gegen Arcade-Games, spiele ich auch gerne, aber so ein bisschen was Anspruchsvolleres ist schon nicht schlecht und das ist dann jetzt eher so eine Mission, ja, den Leuten das beizubringen und ich weiß, dass ich viele zur Simulation gebracht habe, die bei mir zugeguckt haben, weil sie durch irgendwie bei mir gelandet sind, das ist dann ja eher Zufall. Aber das empfinde ich auch so wie du, das mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Lehren, also ich meine, ich spiele ja auch viele, viele verrückte Sachen. Und für mich ist, glaube ich, immer mit am wichtigsten nicht unbedingt das Entertainment, sondern eher der lehrende Faktor. Genau. Bei dir ja, glaube ich, auch, Slappy, du bringst ja auch den Leuten recht viel bei. Ich meine, wenn ich überlege, als ich damals Minecraft gespielt habe und dich noch gesehen habe, da warst du ja noch in den Kinderpuschen, da konntest du ja gerade mal einen Stein auf den anderen setzen, so ungefähr. Aber ich glaube, das sind wenn man sich mal jetzt überlegt bei den Piraten, ist das doch schon so ein grundlegender Stil, oder? Dass man viel den Leuten beibringt, also was spieletechnisch gerade so unterwegs ist. Auch bei mir jetzt zum Beispiel World of Warships erinnere ich mich auch gerne daran, dass das auch mehr ein lehrender Faktor als ein entertainender Faktor ist, finde ich. Ja, es macht ja auch beides Spaß, ne? Ja. Also es entertaint ja auch den Leuten was beizubringen, zumindest mich. Weil ich dadurch irgendwie nie, und das war ja am Anfang vor allem ganz wichtig bei mir, als ich angefangen habe, ich wusste ja gar nicht, worüber ich quatschen soll, ne? Wenn ich angefangen habe zu streamen. Und das war quasi, kam quasi daraus, hat sich das erst entwickelt, dass ich dann den Leuten erzählt habe, was mache ich überhaupt hier? Und dann in Minecraft, in Modpacks, ich spiele ja vor allen Dingen Modpacks, ich gehe ja jetzt nicht rund und spiele irgendwelche PvP-Server oder sowas wie halt andere Streamer, sondern halt, ich spiele halt vor allen Dingen Modpacks. Und in jedem Modpack, das musst du halt erstmal einen Tag oder zwei lernen, damit du da überhaupt irgendwie einen Durchblick hast.
was du da machen kannst. Und das macht mir dann wiederum Spaß, das, was ich bei anderen wiederum lerne, sei es jetzt beim Wild zum Beispiel, halt bei den ganzen englischsprachigen Streamern oder jetzt beim Direwolf auf YouTube, das bringe ich den Leuten halt ganz gerne wiederum auf Deutsch bei. Und ich fühle mich da so ein bisschen wie so ein Dolmetscher im Prinzip, weil es da noch nicht so viele Streamer und YouTuber gibt, die halt jetzt sich eher auf Modpacks spezialisiert haben. Es gibt klar ein paar. Du damals, als ich bei dir angefangen habe zu gucken, hast damals Modpacks gespielt, hast mir auch ein paar Sachen beigebracht. Ich denke da an, wie ist das, Mechanism. Da habe Das ich ist viel bei gut. dir gelernt, zum Beispiel. Aber an sich, ne, viele spielen halt diese typischen PvP-Server, was mir halt gar keinen Spaß macht, sondern ich bin da halt eher so Modpack unterwegs und deswegen, ja, beibringen. Das Und das ist bei eben, uns. das Lehren gehört schon dazu, ja. Genau. Ja, Verzeihung, dass Klar, ich dir ich habe unterbreche. zum Beispiel Cities, da habe ich gelernt, wie man Kreisverkehre vernünftig baut. Und ich habe so versagt über und meine Industriestädte waren immer völlig im Eimer. Und da habe ich dann bei dir zugeguckt, Nils, und da konnte ich doch einiges mitnehmen. Das waren schon sehr interessante Konstruktionen zum Teil, aber es ist schon so, man kann da was mitnehmen. Es ist nicht nur einfach ein Gedaddel, ne? Ja, wobei, da scheiden sich ja auch wieder die Geister, oder Jungs? Also, wenn wir mal, sind wir jetzt mal wirklich ehrlich? Also, kurz mal den Punkt aufgegriffen von Garak mit den Viewerzahlen zum Beispiel. Wenn ich mich noch daran erinnere, ich habe damals angefangen auf Owned. Ja, da wart ihr noch Quark im Schaufenster, was Stream angeht, ja. Das ist schon ewig und 3 Tage her. Und da war es damals, da war man schon, wenn man überlegt, da war man der König, wenn man 150, 160 Leute hatte, ja. Wenn man sich das mal heute hochrechnet, also wenn wir mal von Slabby seiner Zeit und Garak seiner Zeit kommen, sprich vor einem Jahr, was für ein riesiger Wandel eigentlich entstanden ist auf Twitch, ja, und was für Potenzial eigentlich in dieser Branche Entertainment drinne steckt, das ist einfach der Wahnsinn. Wenn ich mir überlege, wenn wir jetzt einfach mal die Zahlen blank auf den Tisch legen und Garak sagt, er hat mit 180 angefangen, ja, da habe ich vor einem Jahr, vor 1,5 Jahren, da habe ich mir den Arsch für aufgerissen, dass das irgendwann mal so viele Leute waren. Und heute ist das nahezu fast eine Selbstverständlichkeit. Also heute sind die zwischen 100, 200 Leute, sind die neuen zwischen 50 und 80 Leute von damals, wenn ich das mal so vergleichen kann. Das kommt aber auch viel daher und ich glaube, da werdet ihr mich auch bestätigen in der Aussage, dass viel halt von anderen Plattformen übergeschwappt kommt, wie halt auch YouTube, oder? Was denkt ihr da? Ja, auf jeden Fall. Gerade, ne, guck dir mal Rocket Beans zum Beispiel an. Die haben bestimmt jede Menge mit rübergebracht. Einfach dadurch, dass sie mit Game One aufgehört haben und halt ihren eigenen Twitch-Kanal aufgemacht haben, ihren eigenen Fernsehsender zum Beispiel, kann man so sagen. Da kommt bestimmt einiges zusammen, auch durch die ganzen Twitch-Übertragungen jetzt von den ganzen Messen. Ich denke da an die Gamescom jetzt zum Beispiel, was ich jetzt nicht so cool fand, halt diese, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, FML oder irgendwie sowas, diese Samstagabendveranstaltung, wo die da halt ganz viele YouTuber auf die Bühne gestellt haben, aber alles halt über Twitch gestreamt haben zum Beispiel. Und über solche Großevents werden natürlich viele Leute angesogen. Und ich weiß nicht, also ich kann es nochmal wiederholen. Also seitdem ich Twitch geguckt habe, habe ich nie wieder so viel bei YouTube ge geguckt. Und das wird wahrscheinlich auch ganz vielen anderen gehen. Und ich denke mal, das wird dann vielleicht, eventuell, am Ende der Trend sein, dass viele Leute sich dann eher bei Twitch umschauen, einfach weil es. Twitch hat halt den coolen Charakter. Du schaltest bei jemandem ein und fühlst dich, als würdest du bei irgendwem ins Wohnzimmer reinschneien und ihm einfach nur für ein paar Stündchen halt beim Zocken zugucken. Also es ist halt nicht wie YouTube, wo alles halt schon mega super over the top irgendwie durchproduziert ist, wo irgendwelche großen Kanäle, irgendwelche riesengroßen Mediavereinigungen hinter sich stehen haben, wo jeder halt irgendwelche coolen Einstiegsfenster haben muss und solche Geschichten, sondern hier drückst du einfach einen Knopf, fängst an zu streamen und bis halt, ne, lädst die Leute in dein Wohnzimmer ein. Wobei, wo du das gerade sagst, und ich glaube, da wird Garak auch noch seinen Senf dazugeben, das mit dem Knopf drücken. Ja? Also ich meine, Slabby, du hast da vernünftig was zu stehen, sage ich mal, was Audio angeht, etc., qualitätstechnisch und Garak auch, oder? Also sei mal ganz ehrlich, Garak, was steckst du selber
an Zeit neben dem Stream einfach nur in dein, ich sag mal, Equipment, in deine Einstellungen, sagen wir mal einfach nur die Zeit in dein Stream. Was steckst du wirklich an Zeit rein, nebenher? So Pi mal Daumen in der Woche. Ja, nicht mehr so viel. Also zu Anfang wahnsinnig viel. Wochen an Zeit sind da reingegangen. Aber jetzt, wo es jetzt läuft, ja, also sind das vielleicht 2 Stunden in der Woche, die ich mich nur mit dem Stream beschäftige, damit die Technik funktioniert und so. Nur, ja. Wobei das ja schon viel ist, weil ich gesagt habe gerade eben, es läuft. Ja. Obwohl es läuft, brauche ich 2 Stunden, damit das alles am Laufen bleibt. Und hier ein Template, ich glaube, ich komme mit 2 Stunden gar nicht aus. Lass lieber 5 Stunden machen, denn ich mache ja auch neue Templates und. Das ist ja nicht nur die reine Technik, du musst dich ja auch kümmern um deine Webseite, wenn du eine hast, oder um deinen YouTube-Kanal, dann bin ich vielleicht bei 20 Stunden. Also wenn ich es auf die reine Technik beschränke, sind es vielleicht 2, dann kommt hier und da nochmal ein neues Template und das kriege ich dann hin, alleine einen Trailer zu machen, ja. Den kann ich da nicht mit reinrechnen, den will ich mal einzeln rechnen. Da sitze ich 6 Stunden dran, mindestens. Und wenn nicht sogar noch länger. Man muss sich das ausdenken, was man haben möchte. Dann muss man das schneiden, dann muss man die richtige Musik finden, die muss GEMA-frei sein und. Also Dinge, also da geht schon irre viel Zeit rein. Ich glaube, ich würde nicht untertreiben, dass ich manchmal Wochen habe, an denen ich mehr am Stream arbeite, ohne zu streamen, als ich streame. Ja, das passiert tatsächlich. Weil ich streame ja nur 3-mal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Und das jeweils ungefähr 4 bis 5 Stunden. Und das schaffe ich auch locker noch, diese 15 Stunden, die ich streame, die schaffe ich auch locker noch so nebenbei. Wenn ich alles mit einberechne. Ansonsten sind es halt vielleicht so für die Technik, da ist nicht mehr so viel. Aber um dahin zu kommen, alleine diese Mischpult-Geschichte und die 2 Rechner, ich habe ja wie ihr auch zum Teil, ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, Nils, ne? Ja. 2 Rechner, also ein Streaming-PC und ein Gaming-PC, also komplett voneinander getrennt, mit einer Stream-Capture-Karte und so weiter, Mischpult dran, etliche Audiokanäle, um das alles halbwegs fehlerfrei hinzubekommen, ich bin da immer noch nicht da, wo ich sagen kann, das ist toll, dann, das hat Wochen gedauert, Monate. Also alles neben dem Stream natürlich. Aber wo wir gerade davon reden, Slabby, wie war denn das bei dir? Du fährst ja nur ein PC, glaube ich, oder? Ja. Ja, wie ist das bei dir? Also ich meine, wir reden ja wirklich nicht nur, wir wollen ja einfach das Thema aufgreifen, was wirklich drin steckt, wenn man streamt. Wie ist das für dich? Also was gibst du so an Zeit aus? Naja, wenn man es so sieht, ich war den ganzen Sommer über arbeiten, nur um mir einen PC zu kaufen. Also wenn man die Zeit noch mit reinrechnet, habe ich quasi den ganzen Sommer dafür aufgebraucht, um mir einen schönen PC zu besorgen. Und das ist nur einer. Das gehört dazu, ja. Ja, richtig, weil vorher bin ich mit so einem Drahtesel hier rumgefahren auf Twitch. Da war ich froh, dass der bei Minecraft nicht schon den Geist aufgegeben hat und den Rauch aufgegangen ist. Mittlerweile bin ich da relativ zufrieden, habe da auch viel Geld reingesteckt. Ich hätte das natürlich ein bisschen klüger machen können und auch 2 PCs mir besorgen können für das gleiche Geld, aber ich wollte dann all in gehen, ich wollte dann halt richtig schön was haben. Und deswegen, wenn du das mit reinrechnest, dann habe ich natürlich ordentlich viel Zeit schon wieder verbraucht. Nur, wie der Garak ja auch gerade gesagt hat, wenn du halt wachsen möchtest und jetzt zum Beispiel nicht arbeiten gehst für so einen PC oder so, sondern wirklich streamen willst, dann steckst du... Da musst du so viel Zeit reinstecken. Das ist quasi wie, du bist ein Kleinunternehmer, so gesehen. Du bist ein Selbstständiger und wenn du wirklich die Zahlen sehen möchtest, dass pro Woche irgendwie 10, 20 neue Zuschauer dazukommen, vor allem halt dann in den Winter- und Herbstmonaten, wo die Leute auch wirklich gucken, dann bist du aber auch schon gut dabei, irgendwie so, sagen wir, 14 Stunden am Tag halt an Arbeit reinzustecken. Streaming-Zeit und halt die Zeit, die du halt sonst für welches Gedöns halt verbringst, ne? Sei es halt Community-Arbeit, sei es dich um die Leute zu kümmern, die auf Twitter unterwegs sind und solche Geschichten, denen zu antworten. Dann kommen halt bei mir halt auch viele Leute, die halt Fragen haben zu Minecraft irgendwie so nebenher. Da helfe ich natürlich auch noch gerne, sag denen natürlich auch, guck lieber bei Twitch vorbei und frag mich da, aber... Der ein oder andere kommt dann natürlich trotzdem und fragt. Und ja. Und keine Ahnung, solche Geschichten, die kommen da halt alle mit rein. Ich bin natürlich weit entfernt von dem, was du da auf den Tisch legst, Herr Dizzy. Oder halt auf den Tisch gelegt hast, vor allen Dingen in den letzten
Monaten. Das war ja schon echt viel, wenn ich daran denke. Was zeitmäßig. Ja, da könntest du mal was erzählen, wie viel Zeit du da reingesteckt hast. Montags bis freitags. Ja, bei mir ist das, also ich sag mal aus Erfahrung, bei mir ist es viel mehr. Also ich sag mal, es ist schon eine ganze Menge. Also ich habe bestimmt 1,5 Jahre lang jeden Tag 20 Stunden gearbeitet. Mindestens. Und da gehört zu, morgens den Stream anmachen, mich um die Community zu kümmern, mich um die Streamer zu kümmern, mich um die Homepage zu kümmern, alles, was dazugehört, plus noch den Stream machen. Also ich sag mal, in den Wintermonaten, ich war dieses Jahr Winter, Weihnachten war ich zu Hause. Ich glaube, ich habe das komplette Weihnachten bis Neujahr 22 Stunden am Tag gemacht. Weil zwischen Neujahr und Weihnachten kam mein Rechner noch mal zweiter und das wollte ich noch fertig machen, dass ich im neuen Jahr quasi eine neue Nummer ziehen kann oder eine neue Nummer fahren kann. Und das hat schon ganz schön geschlaucht. Also da war schon eine Menge drin und gerade, ich sag mal, ich bin auch der Typ, der sehr auf seine Community eingeht. Also ich antworte auf, wie wahrscheinlich eher auf jede PM bei Twitter, wenn irgendjemand eine Frage hat. Und wenn es nur der kleinste Käse ist, wenn mich jemand fragt, hey Dizzy, ich weiß nicht, was ich machen soll mit meiner Freundin oder was weiß der Geier, selbst darauf antworte ich auch noch irgendwie. Und da kommt schon echt eine Menge zusammen. Was ich euch fragen würde, wie ihr das seht, was ich auch immer sehr interessant finde, es gibt ja so unterschiedliche Typen und wir sind ja wirklich sehr nah an der Community dran. Wie sehr belastet euch das manchmal, dass ihr wirklich sehr, sehr nah an den Menschen dran seid? Habt ihr auch schon mal so einen Punkt gehabt, dass ihr sagt, wow, wartet mal, wir müssen erstmal 5 Schritte wieder zurückgehen, das ist viel zu viel, das ist viel zu nah an dir dran. Das sind ja schon Menschen, die sitzen quasi neben dir auf deinem Schoß oder so. Ja, sicher. Klar, du hast dann immer mal Leute irgendwie, die reinkommen und dir, ich will jetzt auf keine speziellen Fälle eingehen halt, ne, weil das gehört dann in den Stream und da müssen die Leute dann selber damit mit mir kommunizieren, aber ich kann ja so ein bisschen um den Brei herumreden, da kommen halt Leute dahin, bei denen ist zum Beispiel gerade jemand nahe gestorben oder da ist jemand halt tatsächlich mit einem Flugzeug abgestürzt oder ist gerade selber im Krankenhaus und hat irgendeine richtig, richtig krasse Krankheit oder sowas. Und du sitzt dann halt gerade und versuchst, die Leute zu unterhalten. Ich meine, bist halt geehrt, ne? Weil die Leute kommen halt zu dir an, um sich halt bei dir unterhalten zu lassen. Aber es nimmt einen dann trotzdem halt mit. Und du versuchst halt, darauf einzugehen, aber trotzdem halt noch irgendwie so ein bisschen Positivität mit reinzubringen. Und das geht nicht immer. Also es gibt da so ein paar spezielle Fälle, wo es dann manchmal doch ein bisschen härter zugeht, wo man dann denkt, okay, jetzt, ne, kannst jetzt natürlich nicht sagen, ey, ne, hör auf damit, aber manchmal ist das doch schon ein bisschen schwierig, auf jeden Fall. Wie ist das aber bei dir? Nee, bei mir nicht. Also, ich bin Lebenserfahrung, sag ich da, glaube ich. Ich kann das sehr gut abschotten. Wobei ich auch nicht in die Situation kam. Also ich habe bisher eigentlich nur, ja, ich weiß gar nicht, so nah ran, nee. Das passiert bei mir eigentlich gar nicht. Denn ich kenne zwar ein paar Leute relativ gut mittlerweile, die immer bei mir im Teamspeak rumhängen. Und ja, aber das ist bisher eigentlich alles liebe Menschen, alles super. Also, nee. Und nee. Also ich kann nicht sagen, dass jetzt da irgendwas für mich problematisch ist oder an mich rankommen würde auch nicht, weil ich auch in der Realität jemand bin, an den gar nicht so richtig rankommen kann. Also ich habe ein super Schutzschild, das habe ich schon immer gehabt. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, angeboren oder aus der Kindheit, keine Ahnung. Das habe ich schon immer gehabt. Ich habe das nie gehabt, dass irgendwas, das ist sogar nachteilig eher, empfinde ich das zumindest. Aber es hat im Stream natürlich einen riesengroßen Vorteil. Im richtigen Leben ist es manchmal ein bisschen nachteilig, weil ich ein bisschen zu, wie soll man das sagen? Also nicht drauf eingehe oder es ignoriere, wenn jemanden, ja, wenn, weiß ich nicht, wenn jeder ein Problem hat oder so, dann helfe ich gerne natürlich. Aber es ist irgendwie anders. Und im Stream, nee, es ist für mich eine komplett andere Welt. Ja? Und insofern habe ich bisher auch nie sowas gehabt. Kann ich gar nicht so richtig drüber reden. Ne. Da ich habe im Stream sogar schon mal eine Schweigeminute gehalten. Das habe ich auch schon gemacht, ja. Aber da wusste ich wirklich, dass das stimmt. Ja, also ich sag mal,
Es stehen zwei gute Fragen, die gerade sehr gut reinpassen im Chat. Die würde ich gerne mit aufgreifen. Und zwar. Ich habe noch eine Sache kurz. Ja, bitte. Ich hatte eben, aber merkt ihr das? Ich hatte, da, wo du gerade sagst mit der Schweigeminute, es ist überhaupt wahr, das hätte ich machen können. Ich bin ja nun Flugsimulant. Ja? Und wir hatten nun gerade vor einigen Monaten einen Absturz einer German Wings Maschine. Und selbst da habe ich, nee, also ich habe eher. Da hatte ich eher das Problem, dass sehr, sehr viele Leute, und das fand ich ziemlich krass, dass die Menschen heute inzwischen so, ich weiß nicht, im Internet durch die Anonymität so verroht sind. Ja? Also es ist ja Wahnsinn, was manchmal im Chat steht. Ich habe ja einen relativ ruhigen Chat, weil bei mir rigoros gebannt wird. Also das ist nicht so ein Ding, worüber man reden muss. Bei mir wird rigoros durch meine Moderatoren, da muss ich mich nicht mal kümmern. Die wissen ganz genau, ab welcher Grenze jemand gebannt wird. Und zwar für immer. Bei mir gibt es keine Timeout, sondern Ende. Ja. Und Dito. Es ist einfach so. Und da bin ich auch ziemlich rigoros. Und das weiß aber jeder. Und gerade bei diesem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen gab es doch den einen oder anderen, als ich am Fliegen war, die dann sich reingeloggt haben mit der Flugnummer dieses Fluges als Username. Ja? Also das sind Sachen, also da muss ich sagen, ich habe gerade gesagt, ich habe es noch nie erlebt, aber das war, glaube ich, der einzige Fall dann auch. Aber das war ein ziemlich krasses Ding, wo ich dachte, sag mal Leute, was für Menschen seid ihr überhaupt? Was mich dann quasi direkt berührte, ja? Wo ich sagte, das kann doch nicht wahr sein, dass es solche dummen Menschen gibt, die dieses Flugrufzeichen dieses Fliegers ja, als Username bei Twitch benutzen und dann auf meinem Kanal Blödsinn schreiben. Ja. Also da fehlen mir wirklich die Worte, das muss ich wirklich sagen. Es ja. ist schon, es hat sich sehr, sehr entwickelt, ja. Aber das, glaube ich, kommt einfach, das ist so dieser Kappa, wie sagt man so schön, no shits given. Ich glaube, die Politik fahren viele Leute, dass sie einfach sich im Internet ausleben können, weil sie es im realen Leben nicht machen können. Ich weiß es nicht genau. Nee, wo wir aber auch bei dem Thema sind, was ich gerade angesprochen habe. Und zwar hatte nämlich Shelvis Pekel hatte gefragt, wie wir zum Thema Stalking stehen. Habt ihr da irgendwie Angst, dass euch irgendwer stalkt? Also irgendeiner vor eurer Haustür steht und euch ein Bussi geben will und ein Autogramm in seinem Bummiheftchen oder so. Habt ihr da irgendwelche Sorgen? Nee. Also momentan wäre ich eher noch geehrt als alles andere, aber ich glaube, ich bin da noch nicht so groß, dass ich da irgendwie wirklich davor Angst haben muss, dass mich irgendwer stalken könnte irgendwann. Ich habe letztens ein Video gesehen von auch so ein Minecraft, der eigentlich der größte Minecraft-Streamer der Welt und nicht nur Streamer, sondern auch YouTuber, der Syndicate, Syndicate. Ja. Der hat so ein Video auf YouTube hochgeladen, wo er halt gesagt hat, Leute, es ist jetzt, ich bin umgezogen, ich habe niemanden meine Adresse verraten und hier standen trotzdem wieder Leute von euch vor meiner Haustür, die auf mich darauf gewartet haben, dass ich rauskomme, damit ich den mit denen ein Foto machen kann. So, haut einfach ab. Wenn ihr vor meiner Tür steht und da rumlungert, werde ich die Polizei rufen und euch wegeskortieren lassen, weil ich keinen Bock auf euch habe. Das ist mein Privatleben. Wenn ihr was von mir wollt, schreibt mir eine PM, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir irgendwas, aber bleibt von meinem Haus weg. Da finde ich das gut. Von seiner Größe, ne, Typ, da ist das natürlich was Besonderes. Ja. Aber ich meine, mit Stalken oder so habe ich halt im Leben Erfahrungen gemacht, mehr oder weniger. Aber das war eher auf kleiner Basis und nicht so ganz so schlimm. Also es hat mich jetzt nicht ganz fertig gemacht, wie man es jetzt von anderen Leuten hört. Von daher, ich versuche immer auf jeden Fall, das werdet ihr beiden auch relativ gut versuchen, meine Namen quasi, also ne, ich bin Jakob, so damit habe ich jetzt kein Problem, dass man mich beim Vornamen nennt, aber so Adresse oder Nachname oder solche Geschichten, die versuche ich immer noch so ein bisschen bei mir zu halten. Beim Nachnamen finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm. Andererseits, wenn man meinen Nachnamen weiß, mich gibt es halt nur einmal auf der Welt, so in der Form, und dann hat man im Prinzip direkt alles, von daher bin ich da noch relativ vorsichtig. Also ja. Gut, wenn man irgendwann größer wird, sollte man dann für sich vielleicht überlegen, gerade so auf YouTube-Ebene und so, ne, wenn ich jetzt so an Leute, deutsche Streamer oder YouTuber denke, wie zum Beispiel Gronkh oder solche Geschichten, wenn man in den Bereichen ist, dann sollte man sich dann doch schon eher nicht mit seiner privaten Adresse irgendwo anmelden, sondern dann sollte man sich so eine Box irgendwo zulegen oder solche Geschichten. Ja. Aber
Also ich meine, ich habe schon seit 16 Monaten Stalker, die sind schon seit 16 Monaten Offiziere. Also ja, ich weiß nicht, also ich mache mir da eher gar nicht so eine großen Sorgen, weil ich glaube, mich will eh keiner privat treffen, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Aber wenn es soweit ist, müsste man halt mal gucken. Ja? Also ich sag mal, ich selber mache mir da auch nicht wirklich Gedanken drüber. Wobei ich mir eher Gedanken drüber mache, was für mich noch wichtiger ist, was auch im Chat gerade angesprochen wurde, dass die Leute, die diese ständige Aufmerksamkeit brauchen, stören die, also ganz ehrlich, mich würden Stalker weniger stören als diese Aufmerksamkeit im Chat, ja. Dieses, hier, beachte mich, los, komm, jetzt hier, ich bin der Wichtigste. Irgendwie geht das, also das gehört ja eigentlich auch, wenn man anfängt zu streamen, auch dazu, dass man damit umgehen können muss, ja. Ja. Also ist das für euch so, dass ihr die mittlerweile schon ignoriert, diese Menschen, oder dass ihr einen kecken Spruch bringt, oder also was macht ihr dagegen, wenn die so ein Fall auftritt? Also ich meine, bei dir sind ja doch schon ein paar mehr Leute in Garak, die jetzt ein bisschen älter sind, sage ich mal, durch die Simulation. Wie ist denn das bei dir? Also hast du noch heutzutage nach einem Jahr solche Leute bei dir drin? Shinui hat meine Adresse. ja, aber er hat sie wirklich, ja. Das ist aber eine andere Geschichte. Eigentlich nicht. Nein, habe ich nicht. Also es kommt ab und zu mal vor, natürlich. Es gibt immer mal Quatschkopf. Es kommen ja auch immer neue dazu. Das ist ja auch gut so. Bin ja auch ganz froh, dass immer neue Zuschauer dazukommen bei mir. Und davon dann auch zumindest ein geringer Teil kleben bleibt. Die Masse bleibt ja nicht hängen, weil das Thema halt zu speziell ist. Aber das macht nichts. Das ist in Ordnung. Solange ein bisschen kleben bleibt, ist das ja okay. Da habe ich keinen Schmerz. Da sind aber nicht so richtig viele Pfosten dabei. Also und wenn, dann bekomme ich es nicht mit, weil ich bin oft gerade in der Phase, wo ich die Flugplanung mache oder eben das Flugzeug konfiguriere, damit wir losfliegen können, weil wir fliegen ja richtig, das heißt also ne, quasi richtig, das heißt jeder Schalter wird bedient, der bedient werden muss. Und da kann ich mich nicht immer so ganz auf den Chat konzentrieren und meine Moderatoren knicken die weg. Ne? Also das heißt, ich sehe es dann gar nicht mehr. Und insgesamt passiert das aber sehr selten. Also das ist, nee, also ich würde sagen, das habe ich gar nicht so. Ich habe auch ein anderes Klientel. Ne? Also ich habe einmal in meinem Leben, ich gebe es jetzt zu, also heute, das ist jetzt ein Auto, ja? Ich habe einmal LOL gestreamt. Ja? Wow. Ja, wow. Wow, und du bist zu den Bay Pirates gekommen, da haben wir aber nicht... Ich wollte gerade sagen, ey, alles klar. Der Hintergrundcheck war definitiv nicht erfolgreich. Nächster Plankenschnack ohne Garakturak. Einen Tag habe ich das gestreamt und da hatte ich genau das in meinem Channel und da habe ich gesagt, nie wieder. Ich finde das Spiel ja gar nicht schlecht, aber die Community ist einfach das Letzte. Und nee, da hatte ich keine Lust zu, das war nichts. Und ich habe dann... das nicht. Also da war es wirklich. Also es hängt sehr, sehr stark von der, die Community ist halt sehr stark abhängig von dem, was du spielst oder von dem, was du machst generell, ne? Weil ich bezeichne ja Simulieren nicht als Spielen. Also insofern, von dem, was du machst, davon hängt das, glaube ich, sehr stark ab, was du für eine Community hast. Und jeder, ich sage ja immer, jeder hat die Community, die er verdient. Ja? Und da bin ich ganz froh, dass ich nur coole Leute habe, aber das ist bei euch ja nicht anders. Insofern, es gibt aber doch Streamer, wo es völlig anders aussieht. Das hängt sehr, sehr stark von dem Spiel ab, denke ich. Wie ist es bei dir? Ich meine, Slappy sag ich schon, verzeih, du bist nicht schwarz genug. du sprichst ja eher noch ein jüngeres Klientel an. Wie ist das? Nicht? Meinst du nicht? Nein, ich mache Minecraft für Erwachsene. Oh, okay. Was nicht möglich ist, leider. Ich wollte gerade sagen, ich habe früher auch Minecraft für Erwachsene gemacht, aber leider war es die falsche Uhrzeit, glaube ich. Nee, das geht ja auch gar nicht. Da bin ich lange schon von abgekommen. Aber mir macht Spaß, ehrlich gesagt. Das ist manchmal, klar, du hast häufig Kindergarten und da kommen immer wieder Trolle rein, die sich irgendwie wichtig tun müssen. Die kannst du dann bannen, so häufig du willst. Die fangen dann irgendwelche anderen Geschichten an, die ich überhaupt gar nicht erst hier, ich will euch gar keine Flausen jetzt hier in den Kopf setzen oder so, ne? Also gar nicht erklären, wie das wirklich geht, aber dann, die dann halt den ganzen Stream nerven, aber dann musst du einfach abschalten, das kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut, so gar nicht beachten,
das Beste, was du machen kannst, klar, manchmal ist man ganz, ganz lustig drauf, da kannst du irgendwie, wenn ein Troll reinkommt, der irgendwie sich selbst blöd anstellt und noch nicht mal richtig trollen kann, dann kannst du dich über den lustig machen oder so. Das finden dann natürlich wieder die Zuschauer ganz witzig und so, und das ist, ne, so wie, ich denke da zum Beispiel an Dan, ne, Dan mhm. versus, Dan versus Gaming, Dan's Gaming, der macht das immer ganz geschickt, der nimmt die Trolle raus und packt die wieder einen Witz ein und dann finden das halt alle ganz lustig. Aber manchmal hat man halt nicht so einen witzigen Tag und dann was das Beste, was man dann machen kann, ist einfach ignorieren. Ja. Weil dann kriegen sie nicht die Aufmerksamkeit, dem Chat sagen, ignoriert die einfach, dann werden sie schon von alleine weggehen. Das ist halt wie eine Wespe. So, je mehr du sie aufregst, umso mehr bleibt die bei dir und sticht dich dann irgendwann. Und wenn du sie einfach, wenn du einfach ruhig bleibst und das weitermachst, was du machen willst, wird sie wegfliegen. Also ich, bei mir ist es immer, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Menschen. Wisst ihr auch warum? Weil ihr könnt so sarkastisch sein, wie ihr wollt. Nee, ich mag die wirklich, weil du kannst halt einfach, ich sag mal, wenn du einen flotten Schnack haben willst, da kannst du einfach voll drauf eingehen. Also ich sag nur, der Duden-Alarm ist da draus entstanden, ja. Ich habe damals zu den Zeiten, wo man mich beschimpft hat, den Duden rausgeholt und habe die Leute bei der Hand genommen und habe denen jedes Wort einzeln erklärt und habe denen gesagt, du, es ergibt gar keinen Sinn, was du da gerade geschrieben hast. Und ich ganz ehrlich, für meinen Teil finde diese Leute sehr, sehr gut fürs Entertainment. Also ich sag mal, ich habe zum Beispiel meinen Lieblingstroll, der ist schon seit 15 Monaten bei mir, ja. Und der hat nur eine Daseinsberechtigung, weil er einfach auf einem gewissen Niveau mir Bälle zuspielt, wo ich sagen kann, hey, cool, da kann ich einen Witz draus machen. Also manchmal ist es schon hilfreich, manchmal nicht, wie du schon sagst. Also so ist also Herb van Derbsten zu dir gekommen, ja? Nee, Herb war es nicht. Herb will immer nur essen. Der stalkt auch. Bitte? Der stalkt mich auch. Der stalkt dich auch? Ja. Echt? Du klingst auch. Du klingst auch sehr bedrückt. Ja, ganz. Kann ich mal ganz kurz quer auf zwei Fragen aus dem Chat eingehen? Ja, oder bitte. Ist das klar? Bitte. Ich möchte das gerne mal machen. Ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt, weil der so schnell durchgerauscht ist. Ist ja geil, dass der Chat so gut funktioniert hier. Mhm. Weil bei mir gibt es ja keine Chat, weil die Mods sie alle kicken. Also Leute, nein, also nicht, damit es falsch rüberkommt. Das wird vor allem nicht jeder durch die Mods gekickt, der seinen Mund aufmacht. Das natürlich nicht. Ne? Das sind nur die Härtefälle, die daraus gekickt werden. Ist ja klar. So, das bleiben also noch zwei, drei über. Also ab und zu gibt es ja noch ein bisschen Chat. Und dann gab es noch die eine Frage, du siehst dich in 30 Jahren da, wo ich bin. Nee, kannst du nicht. Ich würde das bezweifeln. Oder sagen wir mal so, ich wünsche es dir. Ich glaube, es ist eher darum, ich wünsche es dir. Weil dann hättest du, wärst du verheiratet, du hättest eine Tochter, die dich fast zum Opa macht, also in einem Monat, ja. Und du hättest ein geiles Leben gehabt. Also ich wünsche dir, dass du in 30 Jahren genau an meiner Stelle bist. Das wäre klasse. Damit wäre das dann auch mit Frau erklärt. Ja, das wollte ich doch kurz nochmal einwerfen, weil es im Chat mehrfach gefragt wurde. Aber ich meine, du bist ja auch recht jung geblieben, also was das Streamer geht. Also mit dir kann man ja schnacken über alles. Also man merkt jetzt nicht gerade, dass du von graue Haare hast. Ja, das ist so, zu meinem Alter, das erzähle ich euch auch gern, weil ich erzähle es ja in meinem Chat auch. Ich bin 54. Ja. Und das sage ich in meinem Chat auch permanent. Und insofern, danke Scrabby. Insofern, das ist ja kein Geheimnis. Und es ist halt, ja, ich habe immer gespielt, also von Anfang an. Ich habe früher selber programmiert, selber Spiele entwickelt, und aber nur so just for fun. Also nicht, um damit Geld zu verdienen, das war nicht mein Job. Und insofern, ich weiß nicht, ich glaube, die Computerei, die ganz früh bei mir angefangen hatte, hat es verursacht, dass ich einfach im Kopf, in der Birne halt jünger bin als meine Zeitgenossen. Dann, wenn ich mir hier so manche 55-jährige Typen angucke, da sage ich auch, Alter, du bist schon tot, du hast es noch nicht gemerkt, du hast vergessen umzufallen. Und ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich mit 80 noch genauso verrückt sein. Das ist einfach so. Und bei dem einen funktioniert es, beim anderen vielleicht nicht. Es ist halt so. Und Opa, genau, nächsten Monat bin ich Opa. Und insofern, das ist in meiner Familie aber überall so, die sind alle so, und das ist sehr praktisch. Also wie gesagt,
Man bleibt ja jung bei der Computerspielerei und ich war immer der Älteste, egal in welchem Game, ich war immer der Älteste. Das verfolgt mich und irgendwie ändert sich das auch dummerweise nicht. Insofern muss ich da wohl mit leben. Und ich bin auch ganz froh, dass es so ist. Wenn wir jetzt das mal aufgreifen, wie ist das für euch? Also die Frage stelle ich mir manchmal sehr häufig, also ich mir selber. Würdet ihr, wenn ihr nochmal anfangen würdet, von ganz vorne, was würdet ihr? Würdet ihr was anders machen? Oder sagen wir einfach so, für die Leute, die gerade da sind und eventuell mit dem Gedanken spielen zu streamen, wie würdet ihr selber das Ganze anfangen? Jetzt, also sagen wir mal, ihr habt die Erfahrung, die ihr jetzt habt, würdet ihr was anders machen oder würdet ihr einfach das Ding so anreißen wie jetzt auch, einfach auf Stream drücken und los? Ich hätte meiner Ex-Freundin schon viel eher den Laufpass gegeben. Das ist die einzige Sache. Sonst hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht, weil ich dann viel, viel mehr Zeit noch dafür gehabt hätte. Also ich glaube, ich hätte das, würde das, also wenn auf Stream bezogen, rein das Stream, glaube ich, würde ich auch nichts anderes gemacht haben. Nee, also manchmal fehlt mir einfach die Zeit. Ich habe Anfang letzten, also als ich angefangen habe zu streamen, habe ich 4 Monate lang durchgestreamt, jeden Tag. Ich glaube, ich habe in den 4 Monaten 3 Tage nicht gestreamt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man anfängt zu streamen, sollte man, mal abgesehen von einem festen Zeitplan, so viel wie möglich streamen, weil man muss erstmal eine Basis an Zuschauern haben. Und das habe ich 4 Monate lang durchgemacht. Dann hatte ich leider, und das ist dann wieder altersbedingt, ne, also bei mir kommen die Einschläge ja näher, und hatte ich das Problem, dass ich über Weihnachten und Silvester im Krankenhaus lag. Dadurch habe ich eine Unterbrechung gehabt beim Stream von gut einem Monat. Das habe ich gemerkt, alles zusammengebrochen. Das geht nämlich rasend schnell. Und wenn man dann nämlich nicht mehr streamt, ist man weg vom Fenster. Das geht super schnell. Also bis auf den Hardcore-Kern, der natürlich da ist. Aber ich sag mal so, die Laufkundschaft in Anführungsstrichen. Naja, es gibt viele Streamer. Ne? Und wenn man nicht was Spezielles streamt, dann wird es schon schwierig, dann das aufrechtzuerhalten. Aber so gesehen, danach habe ich dann umgestellt auf 3-mal die Woche. Habe das gemerkt bei den Zuschauerzahlen. Es ging rapide nach unten. Inzwischen habe ich das längst wieder aufgeholt, aber es hat Monate gedauert und ich glaube, ich hätte es auch nicht anders machen können. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr jeden Tag streame. Die 4 Monate letztes Jahr, es war schon hardcore. Also meine Frau hat mich gesiezt, ja, und ja, ich hatte eigentlich gar keine Freizeit mehr, ne? Denn ich arbeite ja, ja? Also ich bin ja nicht arbeitslos. Ja? Ich arbeite den ganzen Tag, manchmal auch sehr lange und habe das Problem, dass ich dann sowieso diese Freizeit abknapsen muss. Ja, und ich mache es auch nur, weil es mir super Spaß macht, sonst würde ich es gar nicht tun, ne? Ist ja klar. Und Das gilt, glaube ich, für alle Streamer. genau. Nee, Und ja, das glaube ich nee, nicht. das würde ich nicht sagen, dass das jeder nur noch aus Spaß macht. Also ich Ich glaube, denke an die Piraten. ja, okay, bei den Piraten mag das sein, ja, da ist das noch nicht geschäftlich geworden, aber Also gerade bei denen, die anfangen, ist es oftmals so, da kann ich ein bisschen Geld verdienen. Also Leute, das könnt ihr euch abschminken. Das ist schwerer, als ihr glaubt. Und dann seid ihr besser bei YouTube aufgehoben, ja, tatsächlich. das glaube ich auch, ja. Und ansonsten, nee, also noch etwas anders machen, nee, glaube ich nicht, um auf die Frage zurückzukommen. Nein, also das ist, glaube ich, ganz okay für mich so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wenn ich mal an mich selber denke, ich hätte in der Zwischenzeit hätte ich schon gern was anderes gemacht. Weil bei mir war es auch so wie bei dir, Garak, nur dass ich immer nicht von ablassen wollte. Also ich hatte eigentlich im Grunde genommen gar keine Zeit, weil ich nebenher noch was anderes gemacht habe und dadurch zwischenzeitlich in so ein Loch gefallen bin. Und dann, das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist für mich als jetzt der das quasi jeden Tag macht und ich mache das wirklich jeden Tag, bei mir gibt es keine Ausreden. Für mich ist es manchmal echt schwer gewesen, in einer bestimmten Zeit aufzustehen und das zu machen. Mit Witz und Humor. Ja, also Und es gibt auch Tage, an denen ich hatte gerade jetzt vorgestern so einen Tag, deswegen hatten wir auch unsere Probe verschoben. Ich war echt nicht gut drauf und mir ging es nicht so gut und ich habe aber trotzdem gestreamt. Das war dann,
Und das ist auch so ein Punkt, den muss man für sich selbst dann entscheiden, ob man es tut oder nicht. Denn ich war echt nicht gut drauf und dann war noch eine Katastrophe mit dem Flieger und das ging alles durch daneben. Und das lag aber grundsätzlich schon mal daran, dass ich sowieso nicht gut drauf war. Und ich echt überlegt hatte, Mist, ich cancel den Stream heute, ich twitter das gleich raus. Also eine halbe Stunde vorher war ich noch, aber dann kommt so dieses Pflichtbewusstsein, ja, ich glaube, das geht dir genauso, Nils. Und ja. Dieses Pflichtbewusstsein, ach scheiße, ja, kannst nicht machen, die sitzen da schon alle im Chat und warten und ach nee, und dann habe ich das eben doch gestreamt. So. Und ich glaube, es ist nicht weiter aufgefallen. Das ist auch so Übungssache. Man kann, wenn man das eine Weile macht, Sachen überspielen, die dann kein anderer so richtig mitbekommt. Die, die einen sehr gut kennen, kriegen das vielleicht mit, aber die Masse nicht. Und insofern ging das dann und der Stream war gut. Ich habe auch Feedback, dass viele fanden den Stream besonders gut, weil eigentlich gar nicht geklappt hat. Aber das ist ja auch so ein Ding, nicht? Was gerade beim Stream, wenn man erfolgreich sein will, darf nicht immer alles klappen. Also das ist besonders gut, wenn nichts klappt, da freuen sich die Zuschauer. Und das war dann halt mal wieder so und insofern. Aber es gibt diese Tage. Ne? Das ist bei mir nämlich schon gar nicht mehr so. Die Leute wollen da gar nicht mehr sehen, wie ich nicht mehr alles richtig mache. Also eigentlich wollen die Leute sehen, dass ich alles richtig mache, weil ich zu viele Sachen falsch mache. Aber das ist auch immer, das ist normal. Das kommt im Alter. Und dann später, wenn man in Garaxa im Alter ist, ist man wieder aufmerksam, da ist man wieder besser, ja, weil man weise geworden ist und dann meistert man die Sache einfach ganz anders. Wenn mir ist gerade noch was in den Sinn gekommen. Was denkt ihr, ist das Wichtigste, und ich möchte das bitte nur in einem Satz beantwortet haben, was denkt ihr, ist das Wichtigste am Streamen? Egal, ob freizeitlich oder wenn man das eventuell beruflich machen möchte. Wobei beruflich, würde ich sagen, entsteht aus Freizeit. Du meinst jetzt das Wichtigste, wenn man auch wirklich Erfolg entweder für sich oder auch für andere halt haben möchte? Ja, also wirklich die wichtigste Eigenschaft oder die wichtigste Sache, die man braucht, um irgendwie damit glücklich zu sein und erfolgreich zu werden. Das ist ganz einfach. Mit ganz viel Durchhaltevermögen jeden Tag streamen. Oder so viel, wie man halt kann. Nicht jeden Tag, aber einfach so viel Zeit reinstecken, wie man einfach nur kann. Das sagt ja aber auch jeder. Also ich würde sagen, es gibt zwei Punkte. Und zwar Zuverlässigkeit und eine gewisse, ja, du musst Entertainer sein. Du musst Entertainment im Blut haben. Also du musst reden können. Du darfst nicht vor dem Bildschirm sitzen und den Bildschirm angucken. Also man sollte das, glaube ich, die beiden Punkte, würde ich sagen. Herr Lehrer, darf ich was sagen? Ja. Wegen des, man muss ein geborener Entertainer sein und man muss das Reden im Blut haben. Das ist ganz lustig, weil ich habe angefangen zu streamen, das habe ich am Anfang ganz vergessen, weil ich das mittlerweile schon auch komplett vergessen habe. Ich habe angefangen zu streamen, vor allen Dingen, und das war, glaube ich, mein Hauptgrund, das sage ich manchmal auch immer noch, um mir selber beizubringen, wie man redet. Weil ich konnte nie öffentlich reden. So, ich hatte immer super Schiss, sei es in der Uni, weil ich vorne stehen musste irgendwie und was erklären musste, so einen Vortrag oder so halten musste oder sonst irgendwas. Ich war einfach super, immer richtig, richtig, keine Ahnung, ich konnte halt nicht aus mir rauskommen. Und deswegen habe ich auch angefangen zu streamen. Das heißt aber nicht, dass du es nicht konntest, sondern du hast es durch das Stream eigentlich nur gefördert, beziehungsweise du hast ihm eigentlich... Ich konnte es am Anfang nicht. Du hättest mich am Anfang sehen sollen. Ich war total durcheinander. Ich konnte halt nicht länger als eine Stunde oder so streamen, in meine ersten Streams, weil ich so richtig, ne, jedes Mal, wenn das Viewer-Account von 0 auf 1 gesprungen ist, bin ich in mir selbst zusammengesackt, weil ich einfach, alle T-Shirts, die ich damals getragen habe, konnte ich alle wegwerfen danach, weil die alle durchgeschwitzt waren. Ja, gut, das Problem hatte ich nicht. Also ich hatte das kam halt nach einem Monat dann bei mir. Ja. Nee, das Problem hatte ich nicht. Hatte ich erst zu Anfang gleich schon viel mehr Viewer. Das lag aber daran durch den Angeber. Ja. Wollte ich gerade sagen, wie auf dem Putzer. Die Leute, die mich kannten, haben halt gesagt, du musst mal streamen. Und dann habe ich das halt gemacht und aus der Alteszeit halt. Und da waren dann gleich schon mal so 20 Leute. Also mehr waren es auch nicht zu Anfang. Also 20 so. Und die kannte ich alle. Das war schon ganz gut. Auf der anderen Seite war das egal. Ich habe auch schon vor 800 Leuten im großen Saal geredet. Also das häufiger. Also da ist jetzt der Lebensvorsprung wieder ganz gut. Ja? Also
weil ich einfach das sehr häufig in meinem Leben machen musste, vor größeren Anzahl von Menschen zu reden und Vorträge zu halten oder was auch immer, meistens beruflich. Und ja, das übt man dann halt. Also daher war das völlig egal, weil hier sehe ich ja nicht mal, mit wem ich da zu tun habe. Wenn ich da vorne stehe und da sind 800 Leute im Saal, dann unterhalte ich die genauso gut. Ja? Aber mich stören die 800 nicht, die sehe ich nicht. Ne? Da gucke ich durch. Also das ist Ja. Gewöhnungssache. Du, ich habe auch in Bands gespielt und habe irgendwie vor 1.000 Leuten irgendwie schief gesungen und so. Sowas, solche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Aber das ist halt noch ganz was ganz anderes, dann wirklich tatsächlich hier zu sitzen und halt zu reden. Zumindest war das halt für mich so. Aber So ihr halt vergesst dieses euch. Quatschen und es sich aus dem Finger zu saugen, weißt du? Weil manchmal fällt dir einfach nichts mehr ein. Manchmal kannst du den ganzen Tag spielen und du kannst die ganze Zeit reden und du kommst in diesen Redefluss. Und es gibt dann Tage, wo es halt nicht passiert. Ja, Ihr da vergesst klopft das was. Wichtigste, Leute. Man kann auch einfach mal die Fresse halten. Es ist wirklich Nee. so. Also, ich habe durch den Stream gelernt, ja. Also, durch die 2 Jahre Erfahrung, die ich habe, habe ich gelernt, man kann auch einfach mal eine halbe Stunde die Schnauze halten. Und das Spiel genießen zum Beispiel. Ich meine, wenn wir jetzt mal Ja, Garak wenn du. nehmen, da geht das wahrscheinlich nicht. Ja? Der muss reden. Ja. Slabby, du musst auch reden. Ich nicht. Ich habe Spiele, die für mich reden. Ja? Na Also gut. ich bin durch den Stream zum Beispiel auch viel, viel ruhiger geworden, was das Reden angeht. Ja? Wenn ich da so an meine DayZ-Zeiten denke, am Anfang, da habe ich so viel erzählt und über Gott und die Welt und dann über jeden Philipp-Hans. Aber das kann man auch einfach sein lassen, weil für mich, sage ich mal, Entertainment ist auch einfach mal die Leute, die Ruhe. Also den Menschen die Ruhe geben und einfach mal ein Spiel zu genießen. Aber um einfach meinen Punkt mal zu bringen, für mich ist wirklich das A und O die Consistency. Also um einen weisen Mann mal zu zitieren, die Extrameile gehen, dass du jeden verschissenen Tag zur selben Zeit da bist. Ich bin wirklich seit 2 Jahren an jedem Tag zur selben Zeit bin ich da. Mit einer Viertelstunde oder 10 Minuten Verspätung und das war's. Und das ist für mich, denke ich, viel wichtiger als reden, denn die Leute gewöhnen sich an dich. Wenn jemand, ich habe zum Beispiel jemanden im Stream, ja, ohne einen Namen zu nennen, der kommt von der Arbeit, der geht duschen und dann guckt er meinen Stream. Und das macht er 5 Tage die Woche und am Wochenende, wenn er aufsteht, je nachdem, ob er Zeit hat, macht er das auch. Aber er ist jeden Tag nach der Arbeit duschen, essen, Stream gucken. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du für die Menschen irgendwie da bist, dass sie sich an dich binden können und dass du sie emotional bindest. Wenn du nachher irgendwie, was auch ein Punkt ist, den ich nochmal anbringen würde, dass man sich irgendwo nachher ein bisschen verändert, je größer man wird, weil man einfach nicht mehr persönlicher sein kann, ab einem gewissen Grad, sage ich mal, den ich auch schon mal kennenlernen durfte, was total abgefahren war. Aber das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste, da zu sein, zu der Zeit und das auch einzuhalten, damit man den Leuten, damit die Leute auch sich daran gewöhnen können irgendwie. Das ist halt wie Fernsehen, oder? Also wie der Blockbuster am Samstag Ja, bei. typisches Stockholm-Syndrom, ne? Wenn die Leute an dich einmal gewöhnt sind, dann laufen sie nicht mehr weg. Dann kannst du den Keller auch mal auflassen. Ja, da kannst du den Keller auch mal auflassen, ja. Das mit Zuverlässigkeit meinte ich genau Ja. das. Also einfach Genau. zufällig an den Tagen da sein, die man angesagt hat. Es muss nicht jeder Tag sein, aber an denen, die man angesagt hat, sollte man Ja. zuverlässigerweise da sein. Was auch wichtig, glaube ich, ist sein Ding durchzuziehen. Jo. Ja, und wenn wir jetzt mal von den Prioritäten zu den kleineren Prioritäten kommen. Weil ich lese zum Beispiel ganz häufig auf Twitter irgendwie von kleineren Streamern, was soll ich heute spielen? So. Da möchte ich schon gar nicht mehr einschalten, weil dadurch sagst du im Prinzip auch irgendwie aus, so ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich zocken soll. Und ne, also ich habe dann manchmal das Gefühl, so eigentlich hat er gerade eigentlich nicht so Lust zu streamen, oder? Hast du gerade Lust zu streamen? Oder warum fragst du jetzt gerade deine Community, was du spielen sollst? Weil wenn ich was streamen will, dann zocke ich halt was, was mir Spaß macht. Und wenn ich schon andere Leute fragen soll, was soll ich zocken? Gut, es kann natürlich Ausnahmen geben und ich will jetzt hier nicht jeden an die Wand nageln. Aber Ich fühle mich ich weiß ertappt. nicht.
Ich fühle mich echt ertappt gerade, Slappy. Bei mir ist das manchmal so, da weiß ich nicht, was ich spielen soll. Und dann, na, was wollen wir denn heute spielen? Also ich habe hier 4 Spiele und ich kann mich nicht entscheiden, was wollt ihr denn sehen so ungefähr? Ja, okay, ja. Gut. Aber du bist ja auch derjenige, der jeden Tag irgendwie von morgens bis abends da sitzt und streamt. Du streamst die Streams wegen mittlerweile, ne? Aber so kleinere Streamer, die sollten eher wegen des Spielens streamen, finde ich. Und nicht halt des reinen Streams wegen. Und ich finde dann, weiß nicht. Es ist halt wichtig, also ich habe da zum Beispiel zumindest immer drauf geachtet, immer mir nie was von anderen Leuten sagen zu lassen. So, warum kann ich bei dir mir keine Musik wünschen? Warum kannst du nicht mal das spielen? Warum kannst du nicht das machen? So diese Backseat-Gamer auf einem anderen Level sozusagen quasi. Kommt bei mir halt gar nicht. Und so geht es mir ehrlich gesagt viel, viel besser, als irgendwie mir dann von Leuten halt sagen zu lassen, was sie tun sollen. Was ich tun soll. Von daher, ich lese übrigens, da ich jetzt hier gerade unterwegs, da ich gerade hier am Reden bin, ich lese übrigens schon mit, was im Chat geschrieben wird. Falls ihr jetzt wirklich Fragen habt und nicht wollt, dass die überlesen wollen, ihr könnt bei Twitter, das haben wir jetzt gar nicht gesagt am Anfang, einfach Hashtag Plankenschnack eure Fragen stellen und dann lese ich die auf jeden Fall. Ich habe hier TweetDeck halt nebenbei laufen. Und momentan ist da noch nichts, also kaum was, außer unsere Ankündigung im Prinzip. Wenn ich wüsste, wie ich das einstall, dass ich da dann auch sehe. Aber ich hab hier noch ein paar Sachen. Ich lese den Chat sehr intensiv mit. Ich habe hier 3-4 Sachen. Einmal wegen dem Reden oder nicht reden, wie du das gerade erzählt hast, Nils. Ich habe Walking Dead gestreamt. Ja? Ja. Und Walking Dead, da habe ich so gut wie gar nicht geredet, weil du kannst da nicht reden. Ne? Da ist das Spiel redet. Ja? Und es war fast hat Spaß gemacht und es war aber vor der Zeit, wo ich also, als ich noch durchgängig gestreamt hatte und in der Zeit hatte ich auch The Walking Dead gespielt. Mit dem Gequatsche zwischendrin, ich habe, hat gerade jemand geschrieben, ich glaube Heiliger Geist oder so ähnlich, irgendwas mit heilig, der guckt bei mir zu, obwohl da überhaupt gar keine Flugsimulation, das kann ich sein Ding, ja, der guckt bei mir zu, weil ich zwischen Start und Landung immer das Problem habe, also für mich ist es kein Problem, aber dazwischen ist halt ein Flug und da passiert nichts. Im Flugzeug passiert grundsätzlich nichts. Und ja, außer es geht mal was kaputt, aber bei mir geht nichts kaputt, also selten. Und insofern muss ich quasi 1 Stunde, 2 Stunden, manchmal auch 3 Stunden, es hängt immer ein bisschen davon ab, von wo, nach wo ich fliege, Entertainment, ja, also muss ich mich mit Leuten unterhalten und das Lustige ist, es ist jetzt nicht der Einzige, der mir das gesagt hat, viele gucken bei mir nur deswegen zu, das interessiert gar nicht die Flugsimulation, sondern weil ich dann ab und zu eben auch Geschichten erzähle aus meinem Leben, also die ich so erlebt habe oder wo ich mal war oder weiß der Teufel, da habe ich halt einen Erfahrungsschatz, aus dem ich rausgreifen kann und ja, insofern funktioniert das ganz gut. Dann habe ich hier noch einen, das geht auf Nils, ihr lasst mich ja mal nicht reden, bewusst. Ja, ja, du, ich weiß. Du sagtest vorhin, wir haben dir auch schon zugeguckt, Nils, und zwar auf dem 46 Zoller an der Studiowand. Links und rechts hatte ich ein Model, ein Kalpi in der Tasse und da haben wir deinen Stream geguckt. Also du sprichst da schon sehr viele verschiedene Menschen an und DX-Racer-Stühle braucht man nicht. Da hatte jemand gefragt, ob man unbedingt einen DX-Racer-Stuhl braucht zum Streamen. Und nein, ich habe auch übrigens keiner. Das ist kein DX-Racer hier. Ich bin mal gegen den Strom. So, bitteschön. Also ich habe einen Stuhl für Dicke. Ne? Kein DX-Racer, das wäre zu teuer gewesen. Das, ich kann nicht so viel Geld ausgeben. Mein Gewicht macht die Stühle immer kaputt. Dann muss ich mir mal ein halbes Jahr einen neuen kaufen und dann kann ich nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe den Fehler gemacht. Ich saß halt mal Probe. Oh, ja, das ist nicht so gut. Nee. Habe ich GT Omega Racing. Habe ich mir in Schottland gekauft. Was jetzt gerade sowieso, weil wir angefangen haben mit der Streamerei und wie man am besten anfängt oder was das Wichtige ist. Jetzt hat gerade jemand gefragt, wenn euch das zu privat ist, könnt ihr das auch einfach skippen, aber jemand hat gefragt, was wir vorher eigentlich gemacht haben. Im Grunde genommen bin ich, glaube ich, der Einzige, der nichts nebenbei macht und das Ganze hier Vollzeit betreibt. Ihr müsst nicht antworten, wenn ihr möchtet. Also, Slappy, ich beantworte die Frage auf täglicher Basis, wenn ich täglich streame. Was hast du eigentlich vorher gemacht oder was machst du nebenbei, dass du das alles auf einmal machen kannst? Ich bin Student, so gesehen. War ich schon immer. Also ich bin tatsächlich der klassische Langzeitspaß. War ich schon immer. Achso, ja, der klassische Langzeitstudent. Ich studiere halt auch Philosophie.
Von daher kommt das halt, ne, passt halt hin. Und mit dem Stream zögere ich quasi nur meine Karriere als Taxifahrer heraus im Prinzip. Okay, klasse. Also, das ist ja, ja. Mit diesen Kartografen ist das ja ähnlich. Was ist denn da los? Vor allem ein Langzeitstudent, ja. Ich bin mit 28 fertig geworden, wenn ich bin darf. Ja, da war ich auch fertig. Im ersten Studium. Ja, weiß das ja, bei mir weiß das ja jeder, denn ich beschäftige mich hauptsächlich mit Mädels zwischen 18 und 25. Ich auch. Ja, aber ich kenne mehr als du. Und Shots fired. Ich bin Mode- und Werbefotograf und bin also selbstständig quasi. Und das weiß auch jeder, weil ich das in meinem Stream oftmals zum Thema mache. Und ja, so sieht das aus. Ich habe zwar ursprünglich auch etwas anderes studiert. Deswegen kann ich AMA-Server skripten, weil ich ursprünglich aus der Informatik komme. Ich habe Informatik studiert und habe dann später nochmal Fotografie studiert, und weil ich da Bock drauf hatte. Und ich mache nur das in meinem Leben, wozu ich Lust habe. Ich also lasse mir ich mache nichts, wo ich keine Lust zu habe. Ne? Das ist so generell. Und auch wenn ich es mir manchmal nicht erlauben kann oder auch nicht erlauben konnte, auch ich habe schon mal Zeiten erlebt, die, also gerade beim Studium, die nicht so toll waren, wo das Geld sehr, sehr knapp war. Und das ist immer so ein Hoch und Runter. Ja? Also insofern, das ist so. Bei mir nennt man das Alltag. Ja. Was ist das, also, Hoch und Runter jetzt oder was? Ja, das auch. Ach so, okay. Also das ändert sich irgendwann. Ja. Ich habe im Moment einen sehr angenehmen Job, muss ich sagen. Also das ist schon okay. Die Frage, die ich einfach mal so in die Runde stellen möchte, weil die Frage ja wirklich auch sehr, sehr häufig kommt, oder gerade der Gedanke, Vollzeitstream, Vollzeit mit Medien, Entertainment sein Geld verdienen. Es ist ja nur gerade, sage ich mal, in Deutschland so mehr oder weniger auch ein aufkommender Trend zu sehen, also vermehrt, viel mehr als vorher. Ich sag mal, für euch ist das ja, ich meine, für dich, du mit deinem, du hast selber einen Job, du bist zufrieden damit, du machst das auch Spaß, aber Slappy, für dich, wie ist das, oder was denkt ihr beide darüber, dass so viele Leute eigentlich damit Geld verdienen wollen? Also, versteht ihr die Frage, wie ich meine? Also, was denkt ihr darüber, dass das auf jeden Fall jetzt auf einmal jeder machen möchte und man einfach nur noch so abgestempelt wird? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man einfach nur abgestempelt wird. So als bei Twitch? So generell in Deutschland so als Arbeitsloser, der sich nebenbei Taschengeld verdient. So. Also, und dann möchte das natürlich jeder machen und jeder kann das. Das war der Gedanke. Ja. Also klar. Ja. Und dann machen sie es mal und nach 2 Monaten sind sie ausgebrannt und hören wieder damit auf. Ja. Ja. Oder sie botten sich hoch. Haben wir auch viele Beispiele, auch wenn ich jetzt keinen nennen möchte. Das hilft aber, glaube ich, auch nicht. Also das auf keinen Fall. Diese ganzen Mechanismen, das funktioniert nicht. Also ich glaube, Geld verdienen, also wo ich immer schmunzeln muss oder, naja, also im besten Fall schmunzeln muss, ist, wenn ich jemanden sehe, der gerade frisch streamt, 23 Follower hat, aber den fetten PayPal-Button auf seiner Seite, da weiß ich schon, okay, da wird nichts draus. Ja? Also wenn jemand anfängt und er hat 23 Follower und hat einen PayPal-Button, also sagen wir mal so, wenn er nicht mehr als 1000, also unter 1000, sag ich mal, ja, und hat einen PayPal, na, unter 500, einen PayPal-Button auf der Seite, dann weiß ich immer schon, naja, gut, das, entweder ist er zu jung oder er hat es einfach nicht verstanden. Und man muss sich das aufbauen, ganz langsam, aber sicher. Und diese Mentalität, ich verdiene mal eben bei Twitch schnell mein Geld, das kannst du knicken. Also, das müssen wir euch leider, also den Zahn müssen wir euch leider ziehen, falls der ein oder andere von euch Lust hat zu streamen. Es ist harte Arbeit und es ist nicht einfach so schnipp, dass die Zuschauer kommen. Die sind auch genauso schnell wieder weg. Und ja, also ich weiß nicht. Auf der Straße, ich sage das mal zu mir, also mein, was mich so betrifft, ich rede hier zwar darüber, was ich beruflich mache, aber andersherum rede ich in meinem Beruf nicht darüber, dass ich streame. Das ist, glaube ich, schon eine Aussage. Ja? Ich schon. Ich sage keinem, dass ich streame, weil es ist mir nicht peinlich, ja, aber ich möchte nicht in diese Schublade geraten,
Ah ja, der spielt Spiele irgendwie so online, so komisch und so. Ja, also das ist, das Ganze hat ein ganz, der Schwabe sagt, das hat ein Geschmäckle. Ja, also das ist so, ja, ist ganz komisch. Denkst du, dass das verpönt ist? Nee, so, ja, nein, nein, das würde ich nicht sagen. So weit würde ich nicht gehen. Verpönt würde ich nicht sagen. Es ist eher unverständlich. Also Unverständnis kommt einem entgegen oder keiner versteht es. Also verpönt würde ich nicht sagen. Es ist eher so, dass das Verständnis komplett fehlt. Ne? Dass jemand, es fehlt ja schon das Verständnis, dass ein erwachsener Mensch Spiele spielt. Also für einen Deutschen ist das nicht normal. Ja? Ein Deutscher muss arbeiten. Ja? Und kommt da aus Schwaben, muss er erstmal seinen Baum pflanzen, sein Häuschen bauen und so weiter. Gut, dass ich Pole bin. Ja, super. Ja, du hast Hier war ja das der lassen wir lieber. Migrationshintergrund. Ja, klar. Klasse. Der arbeitslose Arbeitslose aus dem Ruhrgebiet. Aber es ist ja so, dass du dann von je weiter du in den Norden kommst, ist es dann nicht mehr so das Häuslebauer, aber es ist halt trotzdem so, diese Unverständnis, warum spielt denn der? Was ist mit dem verkehrt? Ja? Also, das ist schon so ein bisschen. Ne? Also, ich gehe damit sehr offen um. Also ich hatte sehr lange Zeit gebraucht, um meinen besten Freund zum Beispiel davon zu überzeugen, der schon seit über 10 Jahren zockt, ja, davon zu überzeugen, dass das hier mein Job ist quasi. Also es hat sehr lange gedauert. Ich kann das schon nachvollziehen, was du meinst, Garak, mit der Aussage, dass Leute das eventuell nicht ganz so verstehen können. Und ich glaube auch viele, um einfach den Punkt da aufzugreifen, woran es da, glaube ich, scheitert, verstehen gar nicht, wie viel Arbeit das ist, ja. Also ich sag mal, sobald sich das irgendwann mal rentiert hat und irgendwer Aufklärungsarbeit geleistet hat im Großen, was dahinter steckt, dann, ich sag mal, Leute vom Fernsehen wissen das auch oder Leute, die bei der Zeitung sind oder also quasi so in diesem Entertainment-Bereich, die können sich das schon vorstellen. Und ich glaube, das wird meistens immer missverstanden. Und das heißt immer nur so, okay, heute drücke ich Start Stream, dann mache ich unten mein PayPal hin, dann sage ich alle 5 Minuten, drück mal drauf und dann haust du mal 5 € rein, Dinger, und dann hast du hier neben deinem Hartz IV, hast du gleich mal 400 € gepachtet und dann hast du einen dicken Job und dann ziehen wir alles an der Steuer vorbei. So läuft das, Digga. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das schade. Wo ich da jetzt auch gerade noch, was ich noch mit einbringen möchte, ist der Missmut unter den Streamern zum Beispiel. Habt ihr das auch? Das ist für mich auch so ein Thema. Das kommt da, das ist so auf einer Höhe mit dem, dass Leute das nicht verstehen. Dieser Missmut untereinander, dass man dem einen nichts gönnt irgendwie, dass der hat mehr Geld und da hat wieder eine Donations gekriegt und 5000 Subscriber hier. Ich sag mal, wie ist das bei euch? Also ist das bei euch auch so, dass euch das eigentlich relativ egal ist und ihr euch für die Leute freut, als dass ihr da irgendwie Neid entwickelt? Wie ist das bei dir, Slabby? Ich habe, also klar kann man jetzt sagen, ich habe keinen Neid und im Hintergrund bin ich doch neidisch so, ne? Wer glaubt mir schon? Aber ich versuche immer halt, weil ich wäre nicht da, wo ich heute bin, mit meiner kleinen Mini-Community im Vergleich jetzt zu euch, ne? Mit meinen 1700 Followern oder was, wäre ich im Leben nicht da, wenn Leute, die halt damit schon Erfolg hatten, wie du zum Beispiel, oder halt wie jetzt der Early Boy zum Beispiel, jetzt aus der Minecraft-Community, wenn die mir nicht einfach mal ab und an mal geholfen hätten und ihre Leute zu mir halt geschickt hätten. Und würde ich jemals realisieren, dass ich neidisch auf jemanden bin und irgendwie missgünstig auf irgendwas blicke, auf jemanden, der tatsächlich ehrlich irgendwie da halt Erfolg mit gemacht hat, dann muss ich sagen, dann würde ich den Glauben an mich selbst verlieren, weil geht nicht, geht einfach gar nicht. Also Neid gegenüber anderen. Ich finde das halt schlimm. Ich weiß nicht, also ich beobachte das jetzt nicht extrem, aber ich beobachte das eher irgendwie in der deutschen Community, als jetzt sagen wir bei den Englischsprachigen. Die sind da irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl, da kennt sich irgendwie jeder. Und die haben eine viel größere Family irgendwie aufgebaut, unter diesen vernünftigen Streamern, sage ich mal. Da kommt es gar nicht dazu, dass da irgendwie so eine bei so einer PAX, wie jetzt gerade zum Beispiel läuft. Wenn du dir das zum Beispiel anguckst, ne, wie die da alle untereinander, klar, gut, es sind. Da ist auch jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel, also manche sind wahrscheinlich auch unehrlich, ne? Das muss man ja auch sagen. Aber wenn du dir anguckst, wie die halt untereinander umgehen und wie viel Spaß die untereinander haben, also wenn das irgendwann mal in Deutschland so wäre, Das würde wäre ich echt cool, sofort ja. nehmen.
Also ich habe auch, ich glaube, ich habe nur einen einzigen, ich glaube, ich habe nur einen einzigen, sage ich mal, etwas größeren Streamer, den ich persönlich kenne, wo ich mich echt für alles freue. Der ist auch zufällig gerade hier. Aber ansonsten, ich habe gar keinen Kontakt zu welchen Leuten. Also, ich weiß nicht, du kommst auch gar nicht an die Leute ran. Irgendwie macht hier jeder baut hier jeder sein eigenes Nest und dann wird noch ein bisschen hier braunes Zeug geworfen auf Twitter und dann haben wir uns alle gar nicht mehr lieb und dann kennt man sich gar nicht und man hat gar nicht die Chance dazu oder wenn man zu irgendwen, also du hast halt nur noch diese Streitereien und diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Shitstorms im Internet, ja, was, ich meine, ich selber bin ja auch ein Typ, ich fahre ja ein bisschen, habe manchmal auch mal so einen Moment, wo das passiert gegen Bibi Blocksberg oder so, aber ich sag mal so, prinzipiell bin ich da, weiß ich nicht. Ich finde es schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich würde mir echt wünschen, dass es mehr so wie hier, ja. Du schnackst so, schreibst einen bei Twitter an und sagst hier so, pff, nimm wir jetzt einfach mal, auf wen habe ich denn jetzt Bock? Ich hätte jetzt mal Bock, wen wollt ihr? Wollt ihr eigentlich mal irgendwen kennenlernen? Wollt Jetzt ihr? privat Nee, oder einfach was? so, wo ihr, weiß ich nicht, zum Beispiel Basti, norddeutscher Junge, antwittern, ja, Basti, wie sieht aus? Hast Bock heute Abend? Wir schnacken ein bisschen, trinken eine Milch im Teamspeak und dann lernt man sich kennen. Das wäre doch viel cooler, oder? Klar. Dass Auf jeden wir. Fall. Es ist halt irgendwie schade, dass das gar nicht geht, so, weil dann kommt wieder so ein Twitter, so ein Tweet zurück. Oh nee, warte mal, ich weiß gar nicht, du bist so ein Eimer, du zockst gar nicht das, was ich zock und da kriege ich davon nichts raus, so nach dem Motto. Oder Ja, habt ihr. der Slapstick, der streamt auch Minecraft. Was soll ich denn mit einem Minecrafter machen, ja? Also Slappy, bitte Minecraft-Streamer. ganz ehrlich. Ja. Ist komisch, ne? Ich weiß auch nicht, ich Ja. mag das auch nicht, dass sich das so entwickelt hat. Nee. Ich weiß nicht, ob das irgendwie überall so ist. Also bei mir, was den Neid angeht, ne, nochmal zurück. Also bei mir ist es eher so, dass ich mich für andere freue, bis auf einen, glaube ich. Aber Mich. ansonsten, eigentlich freue ich mich. Übrigens, ja, wir gucken auch in Twitter, das haben wir ein bisschen versäumt, das stimmt schon, da wurden sie schon drüber bemängelt. Ich habe es jetzt auch hinbekommen, dass ich die Nachrichten sehen kann in Plankenschnack. Aber ich habe hier noch zwei andere Sachen aufgeschrieben. Aber zum Neid nochmal. Einer hat gerade geschrieben, Neid ist die deutsche Form der Anerkennung. Naja, ich weiß nicht. Neid ist das, aber der Deutsche ist neidisch in der Regel. So, ich tick da ein bisschen anders. Ich will das nicht Neid nennen. Aber ich habe es auch letztens in meinem eigenen Stream gesagt, meinen Zuschauern gesagt. Leute, am Freitagabend streame ich halt kurz nachdem Gronkh angefangen hat. Und meistens gucke ich dann nochmal bei Gronkh kurz rein. So. Und wenn ich dann sehe, dass der pro Minute locker 100 € an Donations macht, da frage ich mich auch, also das ist kein Neid, aber ich sage auch, so, guckt euch mal die, oh, der ist so reich, ja. Klar werde ich dann neidisch. Natürlich werde ich dann Ich neidisch. gar nicht. Aber aus reiner Anerkennung. So, Ja. weil der hat genug Arbeit reingesteckt und der hat es halt verdient. Und er Ja. war nicht nur das, er war Early Adopter. So, darum geht's halt. Er war der Erste, der da war, Eben. halt. Und er hat die Nische so für sich direkt entdeckt und hat da so viel Arbeit reingesteckt. Und ganz im Ernst, so viel Mist, wie der sich am Anfang bestimmt anhören musste, als der da viel Arbeit reingesteckt hat, wo das in Deutschland noch überhaupt keiner kannte. Ganz im Ernst, der hat die ganze Kohle, die er hat, doppelt verdient. Von Ja, daher. Hat also er. das Ding ist halt, ich meine, du selber, Garak, du kennst das ja. Für mich, ich mag ihn nicht. Sage ich ganz klar, ich mag ihn nicht. Er ist für mich so ein kleiner, ich rede hier in Schlipper, bei der Ladies-Typ ist er. Aber er ist halt ein Typ und er macht das und er hat das auch verdient. Also ich sag mal, wenn du das jetzt vergleichst mit Lyric, Soda Poppin, wie sie alle heißen, da kommen auch nur die Bretter rein. Die kriegen den ganzen Tag nur Geld. Ja? Die kriegen 8 Stunden lang nur Geld. Nichts anderes. Nur Geld. Subscriber, alles Mögliche. Und für mich ist das, ich weiß nicht, dieses Neidverhalten nach Geld, ja. Und, wie viel hast du jetzt gekriegt? Wie viel Geld? Na, 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 na? Jetzt kann ich mir nämlich richtig schön einen an der Hose reiben und dann, wie viel hast du jetzt gekriegt? Ich meine, bei den Verhältnissen, wenn man da die Hunderte reinknallen sieht, dann denkt man sich auch so, oh, das könnte mir jetzt auch gefallen. So alle 2 Minuten mal ein Hunderter, das wäre ganz toll. Natürlich, vor allen Dingen, weil die Leute ja wissen, dass der also im Jahr locker eine Mio macht, ja. Ich meine, kann man nachlesen im Internet, da gibt es entsprechende Webseiten, wo man seine Bilanz nachgucken kann. Das habe ich gemacht und habe mir angeguckt, was der Bursche verdient hat in 2013 und da bin ich ins Koma gefallen, ja. Und ich kenne große Summen, ja. Und ja,
Anerkennung, ja. Er hat das genau richtig gemacht. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Da gehört sehr viel Glück dazu und sehr viel Arbeit. Und ich möchte persönlich nicht den lieben langen Tag Let's Plays produzieren. Das ist scheiß harte Arbeit. Jo. Dafür verdient er Geld und das ist auch völlig legitim. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Trotzdem sitze ich da und gucke so 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro. Leute, ihr wisst, dass der schon echt viel Geld hat. Aber das macht den Pott, ja? Und in meinem Pott tun sie es nicht. Also da manchmal, also ich würde nicht sagen, dass es, ja, vielleicht ist es ein bisschen Neid, aber keine Missgunst. Hat ja einer geschrieben. Deutsche sind ja sehr oft missgünstig. Das ist was anderes als Neid. Ne? Und insofern, ich gönne ihm das. Das ist völlig in Ordnung. Ich gehe ja sogar so weit, dass ich, es gibt in der Flugsimulator-Szene nicht viele Deutsche, die streamen. Also es gibt ein paar. Die meisten davon, sagen wir mal, denen fehlt hier und da was, also immer irgendwas. Und einer, der ist richtig gut. Ne? Der ist richtig gut. Der hat Riesenpotenzial. Der hat das gelernt, das Entertainment quasi gelernt, ja? Studiert. Und das merkt man auch. Und der ist auch noch in Flugsimulation verdammt gut. Der ist besser als ich, ja. Und also was die Technik angeht. Also, oder sagen wir mal so, genauso gut vielleicht. Hm? Aber ich vereinfache es, er macht es sehr komplexer, ja, was ich sehr geil finde. Den hoste ich. Ja, welcher Streamer macht denn sowas? Die eigene Konkurrenz ranzüchten. Ich mache das. Ich habe da gar kein Problem. Ja. Weil ich finde das geil, dass der so gut ist, obwohl er genau in meinem Bereich streamt. Netterweise streamt er genau an den Tagen, an denen ich nicht streame. Das nennt aha. Ja, Moment, das hat er aber von sich aus gemacht, was ja schlau ist, weil er hat ja gar keine Zuschauer, wenn ich streame. Also es war ja nicht doof. Aber ich unterstütze ihn dabei gerne und hoste ihn auch. Das weiß auch jeder, dass ich ihn hoste. Ja? Und viele, es haben mich tatsächlich Viewer angesprochen, sag mal, du kannst ihn doch nicht hosten, der nimmt dir doch Zuschauer weg. Ja? Lass das nicht. Ist genau das falsche Denken. Eben. Genau. Du züchtest dir nicht die Konkurrenz an, du züchtest dir eine Community an. Richtig. Weil der ist genauso dann... Der ist dein Freund. Ja, und du brauchst mehr Leute, die halt auf Twitch sowas streamen, weil du, nur dadurch bringst du halt quasi ein Spiel hoch. Ich würde auch ganz gerne, ich bin jetzt halt nicht von eurer Gattung, aber wär ich jetzt halt in euren Zahlenbereich, würde ich auch jemanden wie Scrappy oder andere Leute, die halt Modpacks spielen, halt hoch quasi bringen wollen, weil ich einfach mehr Leute haben möchte in Deutschland, die halt Modpacks zocken und mit denen kannst du dann wiederum was gemeinsam machen und sowas. Ne, das ist muss man ja auch daran denken, das ist halt nicht irgendwie Konkurrenz, sondern es sind einfach Streamer-Freunde dann in dem Moment. Spielfreunde. Eben, ja, genau. Also man sollte die Leute wie Freunde behandeln. Also für mich, wenn ich das Beispiel ganz kurz mal aufgreifen darf, weil ich kann halt zum Beispiel meinem, ich sag mal in Anführungsstrichen, mein großen Bruder, in Anführungsstrichen, der mich gemacht hat oder der mir die Chance gegeben hat, dass ich das heute machen darf, der Klaps auf dem Hintern, der ist hier, dem gönne ich alles und dem drücke ich einen Host rein, da habe ich gar keinen Schmerz mit. Ich weiß, dass er zur selben Zeit wie ich World of Warship spielt. Und, holy shit. Und ich glaube, das wäre, ja, holy shit, das wäre wahrscheinlich genau dasselbe andersrum auch. Ich mag dieses Verhalten nicht, wo man dann so, nein, ich kann den jetzt nicht, weil, oh kacke, der wird dann nachher, wenn ich dann streame, dann gehen die dahin, weil der viel cooler ist und oh Mann, das ist doch alles Mist und Kacke und ich weiß nicht, ich verstehe das, ich verstehe es einfach nicht, weil wenn man gemeinsam wäre, wie sagt man so schön, sharing statt caring, ja, also wenn man das halt, schickst du den dahin, dann schickst du ihn dahin, der kommt wieder zu dir zurück und wenn man sich versteht, ist das doch viel, viel besser. Und was ich noch sagen wollte, Garak, ich kenne jetzt leider dein Lieblingsschauspieler nicht. Ich nehme jetzt mal einfach bei der Hand Christian Bale. Wer? Donald Sutherland. Donald Sutherland hat schon seine Millionen verdient, ja, und du kaufst wahrscheinlich immer noch seine Blu-Rays, du guckst immer noch seine Filme, also gibst du ihm auch noch Geld. Warum sollen die Leute Gronkh kein Geld geben? Das habe ich auch nicht gesagt. Ne? Nein, aber ich meine einfach nur... Nur klar, einfach, okay. Um zu sagen, weißt du, du hörst ja auch nicht auf, von den Leuten die Filme zu gucken. So, also, Christian Bale hat jetzt mit Batman und den drei Filmen hat er genug Kohle gemacht, jetzt gehe ich nicht mehr ins Kino, ich gucke nur noch schwarz im Internet, dass das klar ist hier, ja, der kriegt hier gar nichts mehr von mir. Der hat hier noch Kohle, genug unterstützt, ja. Ich meine, so muss man das halt auch immer sehen. Ich hatte das, um einfach mal ein Beispiel zu bringen, ich gucke sehr viel Summit in der Nacht, der verdient halt auch seine Kröten, also der ist auch Millionär, das brauchen wir gar nicht uns drüber streiten. Und da hat ihn auch jemand,
3 Euro wohlbemerkt donated und hat ihn in diesen 3 Euro donated. Ich weiß gar nicht, warum die Leute dir Geld spenden. Ich meine, da ist schon mal die erste Idiotie, dass sie Geld gespendet hat, um die Frage zu stellen. Nur weil er viel Geld hat, muss man ihm kein Geld mehr geben. Die Leute arbeiten immer noch die arbeiten halt immer noch viel und sind viel da und reißen sich den Arsch auf. Und sind auch immer noch Menschen. Noch Menschen, richtig. Und sie tun immer noch ihren Job, sozusagen. Was ich krass fand, woran ich gerade denken muss, das passt nicht hundertprozentig zum Thema, aber habt ihr die Tweets, ich weiß nicht, ob ihr ihm folgt auf Twitter, die Tweets von gestern oder von vorgestern von Notch gelesen, der war, glaube ich, so richtig down und hat halt wirklich aus seiner Seele gequatscht, irgendwie meinte, wenn man es wirklich so weit gebracht hat wie ich, dann will man gar nicht mehr anfangen, irgendwie was Neues zu machen, weil es eh keinen Sinn mehr hat. Inwiefern? Naja, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt die Tweets nicht mehr genau im Kopf, aber quasi, wenn man so viel Geld einfach hat, ne, wofür soll ich dann nochmal arbeiten gehen, im Prinzip? Naja, man macht sein Ding halt. Ich sag mal, für mich zum Beispiel, ich könnte ohne Stream gar nicht mehr sein, das ist einfach mein Leben. Also ich habe hier, ich habe mein Leben hier gelassen. Ja. Mein Privatleben habe ich hier gelassen, meine Ex-Freundin habe ich hier gelassen, frische Luft habe ich hier gelassen, meine Bräune von der Ostsee habe ich hier gelassen, ich habe alles im Stream gelassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gesagt, wenn ich nicht mehr kann, kann ich nicht mehr. Und dann höre ich auf. Wenn Leute nicht mehr da sind, mich unterstützen oder wenn die Leute einfach sagen, Mann, Dizzy, du bist kacke geworden, dann mache ich aus. Ich glaube, ich würde mir selber das Herz rausreißen, wenn ich es machen würde. Also ich habe wirklich so viel Herzblut und Liebe in den Stream reingesteckt, vor der Kamera, das würde mir echt wehtun. Also ich könnte, glaube ich, von jetzt auf gleich nicht sagen, okay, hey, ich hole mal meinen Wischlappen raus, wo Diplom draufsteht und dann gehe ich arbeiten. Ich glaube, das könnte ich nicht. Das wäre für mich, als wenn mir irgendwer, jetzt mal nur ein extremes Beispiel, als wenn mir irgendjemand meine Ehefrau wegnehmen würde. Ich glaube, so würde sich das anfühlen. Ja. Richtig. Ich habe mir auch irgendwann das Ziel gesetzt, ich will jetzt damit halt wirklich was machen und wenn es klappt, dann klappt's. Ich bin ja immer noch am Weg. Wenn es nicht klappt, dann wäre ich, glaube ich, auch ganz schön fertig. Weil dann den Traum an den Nagel zu hängen, so nachdem ich so viel Arbeit schon reingesteckt habe, das würde, glaube ich, echt wehtun. Und ich bin auch bei weitem nicht da, wo du bist, halt. Von daher. Gut Ding will Weile haben, also ich brauche auch lange. Bei mir geht das ja auch nicht von jetzt auf gleich. Und das ist, glaube ich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du hast schon so auf den Monitor geguckt, du hast bestimmt bei Twitter nachgelesen. Was hast du denn im Angebot? Ich habe hier mal ein paar zwei Fragen, das läuft ja schon, damit wir noch ein paar Fragen beantworten können vielleicht. Genau. Ja. Ich habe hier die Lotsen, mit denen ich rede, die sind echt. Also das war eine Frage, die speziell an mich ging, ob die Lotsen, mit denen ich rede, Bots sind, beziehungsweise, was hast du geschrieben? Egal, sowas wie Bots, nein, die sind echt. Ich fliege in Online-Netzwerken IVAO, IVAO.ero. Und da sitzen tatsächlich echte Lotsen, also ja, echte Lotsen, und die reden mit einem, beziehungsweise die lotsen einen dann quasi durch. So ist das gesamte Netzwerk abgebildet und so hat man auch eine vernünftige Flugsimulation. Also so macht es am meisten Spaß. Dann gab es noch Alter und Schnelligkeit. Ich glaube, da kann Nils auch was zu sagen. Ja, nee, also es ist tatsächlich so. Ich glaube, die Frage hast du, das ist eine halbe Stunde her, aber ich habe mir die hier aufgeschrieben. Natürlich, ich kann keine Counter-Strike spielen. Also das Letzte, was ich noch halbwegs begriffen habe, war Quake 2. Da war die noch nicht geboren. Naja, so krass ist es nicht. Boah, jetzt hören wir mal auf. Ja, jetzt. Ich war schon damals MLG-Profi. Ne? Da warst du noch Quark im Schaufenster am PC. Ja? Wenn ich mal kurz sagen darf, der Dizzy ist der Jüngste hier gerade in der Runde. Wollte ich gerade sagen. Ich bin der Jüngste. Ich habe zwar den coolsten Bart, aber ich bin der Jüngste. Ja. Und es ist so, dass also im Grunde genommen, natürlich lässt das nach. Also ich bin mit meinen Simulationen ganz froh. Du hattest, glaube ich, geschrieben, das ging da um dieses, wie heißt das Spiel mit den Karten, das ich nicht begreife? Hearthstone? Hearthstone, ja. Da schrieb er, da ist er schon zu langsam für. Ich begreife es nicht mal, ja. Also insofern bist du da noch weit vorn. Insofern, aber es ist tatsächlich so, dessen ist echt nach, du hast keinen Stich gegen 12- oder 15-Jährige. Und damit muss man leben, das ist eben so, such dir Spiele, wo es besser geht. So Halma, irgendwann landet man bei Halma und bei Mensch, nicht? Und
Und zwischendurch bei Simulationen oder Zugfahren, keine Ahnung. Es gibt ja auch sehr viele schöne Spiele von Dovetail. Das ist alles was für uns Ältere. Ach so, genau, das fällt mir noch ein was wir gerade beredet hatten wegen Neid, ne? Häufig hört man ja irgendwie, oh, der Unge zum Beispiel oder der PewDiePie oder irgendwie, die sind ja so kacke, weil die mit so einem Kinderscheiß Geld verdienen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Kinderscheiß. Du würdest doch auch nicht bei RTL 2 irgendwie anrufen und dich beschweren, dass die mit irgendwelchen Cartoons Geld verdienen, die halt für Kinder gemacht sind. Es ist einfach Unterhaltung für kleine Kiddies. Und das, was wir halt machen, oder zumindest die beiden da oben, das ist halt mehr Unterhaltung halt für Erwachsene. Und da muss man dann halt schon ein bisschen zwischen unterscheiden. Finde ich, so wenn ich jetzt immer höre, wie lächerlich jetzt irgendwelche Longboard-Fahrer sind. Klar mache ich mir auch einen Spaß draus, ne, aus dem Longboard-Führerschein. So wie man es sich halt drüber lustig macht, aber Neid würde ich da jetzt echt nicht für angebracht halten, weil es ist einfach eine ganz andere Zielgruppe als das, was wir hier, glaube ich, verfolgen. Hennes, der Erste ist jetzt leider weg, weil ich wollte gerade seine Frage ansprechen. Entschuldigung, übrigens war Dota, nicht Hearthstone. Aber bei Dota, das ist viel zu schnell. Mach ein anderes Spiel. Der hatte gefragt, was das mit dem Rechtlichen ist. Wisst ihr da was zu? Also mit dem rechtlichen Streamen und rechtlich? Kalifornisches Recht gilt hier. Ja. Also es gibt die Firmen, die also ihre Spiele quasi verkaufen, geben quasi den Leuten so gesehen das Recht, das zu streamen bei Twitch. Und wir haben hier kalifornisches Recht geltend auf Twitch in jeglicher Form, was Geld angeht, was Rechte mit Musik angeht, was Rechte an Videomaterial angeht, etc. pp. Das ist alles kalifornisches Recht. Da braucht man sich keine Sorgen machen, wenn man ein Spiel nicht streamen darf. Nicht ist es bei Twitch nicht zu finden als Game. Ganz einfach. Ja, manchmal findet man aber Games auch nicht bei Twitch, ne? Also, die darf Wenn, man dann trotzdem. das ist dann wieder die Frage, also die Datenbank, die dahinter hängt, ist die, die verwendet werden darf. Die kleinen Spiele, die nicht drin sind, da werden wahrscheinlich die Publisher oder Entwickler nicht mit Twitch gesprochen haben und das hinterlegt haben. Das kann auch passieren. Ja. Um nochmal ganz kurz auf diese Frage, die zuvor kam, weil da wollte ich auch gerne mal was zu sagen, mit dem Älter, also mit dem Alter versus Game. Bei mir ist es mittlerweile echt so, dass ich durch das Alter viel besser die Spiele, wie soll ich sagen, meistern kann. Bei mir sieht es halt immer verdammt lustig aus und ich mache auch sehr viele Fehler, speziell bei Quicktime-Events zum Beispiel. Das liegt nicht daran, dass ich langsam bin, sondern einfach, dass einem das manchmal nicht liegt. Aber ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, jetzt über das letzte halbe, dreiviertel Jahr, dass ich Spiele gar nicht mehr auf normal spielen kann, weil ich die wirklich auf den schwersten Schwierigkeitsgrad spielen muss, da ich mich so weit entwickelt habe, dass die Spiele in meinem Geist schon durchgespielt sind, sozusagen. Also man wird auch, glaube ich, reifer. Bei dir, denke ich, ist das auch so, gar, wenn du dich da mal ein bisschen ransetzen würdest. Aber ich glaube, du kommst einfach aus einem anderen Genre. Man muss natürlich auch das Genre in den Fingern haben, nicht wahr? Um gewisse Sachen meistern zu können. Ich habe da noch eine Geschichte zu dem Recht. Da schrieb gerade jemand, zum Beispiel indizierte Spiele darf man als Deutscher nicht streamen, selbst wenn die in den USA erlaubt sind nach kalifornischem Recht. Das ist richtig übrigens. Es gilt eigentlich immer, es ist im Grunde genommen ist es egal, wo der Vertrag besteht. Wenn man jetzt einen kalifornischen Vertrag hat, man sitzt aber in Deutschland, dann gilt deutsches Recht. Da kann der Amerikaner machen, was er will. Denn wenn man hier in Deutschland verklagt wird, zählt, dass du deinen Sessel in Deutschland stehen hast. Natürlich nicht für alles. Also manche Dinge sind einfach nur geschäftlich geregelt zwischen dir und Twitch, wenn man Partner ist. Wenn man nicht Partner ist, ist es sowieso eine etwas andere Geschichte. Da gibt es dann ja nur die Zustimmung der Regeln, die man mit Erstellung des Accounts quasi eingeht. Ja? Die sind ja wesentlich geringer als das, was man als Partner unterschreiben muss. Und insofern gibt es da natürlich schon Unterschiede, das ist schon richtig. Mit dem Recht, was indizierte Spiele angeht, stimmt so nicht. Du dürftest es streamen, du darfst es in Deutschland nur nicht erwerben. Das heißt, wenn dich jemand anschwärzt, bist du wegen Eigentum dranne. Du kannst es trotzdem streamen. Es ist nicht verboten.
Ja, okay, aber das ist dann Erbsenzählerei, du wirst trotzdem Eben. verhaftet. Selbstverständlich wirst du verhaftet, weil du nicht den Besitz, im Besitz dieses Spiels sein darfst, aber du kannst es streamen. Weil Ich weiß, du. es ist so wie mit meiner Tüte. Ich darf meine Tüte rauchen, aber ich darf es nicht besitzen oder anhaben. Genau, ja, so ungefähr. Aber nur um das kurz klar zu machen, dass wir die Erbsen gezählt haben, weil ich denke, das ist, es Ja, ist schon wichtig, dass wir die Erbsen da zählen in dem Bereich. zum Ansonsten, Alter ja. nochmal, da das jetzt gerade ein bisschen untergegangen ist. Bei mir ist aufgefallen, dass ich, je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich das Spielen der Spiele tatsächlich auch lieben gelernt. Also ich war als 16-Jähriger absolut der Cheater. Aber bei Singleplayer-Spielen. Ich habe nie ein Spiel richtig durchgespielt, wie man es spielen sollte, sondern ich habe mich einfach immer nur durchgecheatet und habe mich dann immer gewundert, warum die Spiele keinen Spaß mehr machen nach irgendwie 2, 3 Stunden oder so. Und dann habe ich angefangen, Spiele halt tatsächlich so zu spielen, wie sie tatsächlich gespielt werden mussten. Und erst dadurch habe ich tatsächlich ne, gelernt, wie das Spiele echt geil sind, vor allen Dingen storylastige Spiele. Ja, Also, das fällt die mir gerade zum Alter ein. streame ich zwar so gut wie nie, aber ich liebe die, ich spiele die gerne. Also das macht unheimlich viel Spaß. Und noch was anderes wegen des Nichtredens im Stream, ne, wegen des Klappehaltens, das ist sowas, was ich nie gelernt habe. Und deswegen fallen mir diese Spiele, diese storylastigen Spiele, wo man halt nicht reden darf, fallen mir so schwer, weil ich die ganze Zeit dazwischen reden will. Geht mir genauso. Ja. Ich habe hier auch noch eine Frage von Rico, ja, der fragt, ob er auch labern soll die ganze Zeit, wenn er nur einen Zuschauer hat. Ja. Jo. Ja, musst du. Weil Sogar das, mit null. ja, sogar mit null, ja. Das Problem ist, wenn jemand in deinen Kanal reinkommt und da ist nichts los, dann ist er auch sofort in derselben Sekunde wieder weg. Und du hältst die Leute nur, indem du sabbelst. Ich gebe zu, es ist völlig komisch. Da eine Null zu sehen, mach das einfach weg, guck nicht auf deinen Stream, sondern spiele und sabbel und denke dir, da sind 10 Leute, fertig. Da habe Und ich einen Trick. geht's, ja? Stell dir einfach vor, du bist Radiomoderator, weil die wissen auch nicht, wie viele Leute ihnen zuhören. Genau das, genau das. Und auch mit Null, natürlich mit Null, gerade mit Null. Einfach sabbeln. Es ist blöd, ja, es nützt nichts. Sobald einer in den Kanal reinkommt und du sabbelst, dann bleibt er, will dir zuhören. Ja? Und ansonsten bist du den gleich wieder los, wenn du nicht sabbelst. Genau. Auf jeden Fall ist das strange. Aber es macht, nach 2 Wochen macht es sogar Spaß, wenn dir keiner zuguckt und du einfach nur darauf losquatscht. Ich finde das, ich vermisse das so ein bisschen, dass mir keiner halt mehr zuguckt. Ich habe noch nie. Das ist echt eine sehr, sehr extrem wichtige Lebenserfahrung, die ich hier von Twitch mitnehme. Dieses Quatschen, obwohl mir keiner zuschaut. Und trotzdem irgendwie so zu tun, als würde mir jemand zugucken. Ja. Aber also dieses grundsätzliche Reden, ich habe zum Beispiel auch sehr viele ruhige Phasen, was das Stream angeht. Und ich muss, Verzeihung, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das spielt mir echt gut rein. Weil für mich selber, ich mag die Leute auch mal erziehen dahin, dass sie einfach mal in sich gehen und mal das Leben genießen. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt so viel, ich meine, das Leben stressig genug. Warum sollen wir uns jetzt in unserer Freizeit auch noch rumstressen? Immer Entertainment, 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 Entertainment. Ich meine, Entertainment ist auch einfach mal aufs Meer zu gucken. Garak, du wirst das wahrscheinlich kennen, sich eine Möwe anzugucken, wie sie auf dem Hecht keckert, und dann freut man sich des Lebens, oder? Und sagt einfach nichts so. Also das gehört auch dazu irgendwie. Nicht, wie das ist. Wir haben ja Hühner seit einem halben Jahr jetzt und ein paar Hähne und jede Menge Hennen. Und wir haben draußen so eine Bank im Garten und sitzen da ganz oft und gucken einfach nur den Hühnern zu. Das ist so faszinierend, entspannt. Das ist unglaublich. Ja, und dann später holst du sie rein und fotografierst sie. Nee, die kriegen demnächst den Kopf ab. Ich freue mich schon. Das ist lecker. Dann lass sie noch ein bisschen über den Hof laufen, Ich habe ohne hier noch Kopf. eine ganz wichtige Geschichte. Kam über Twitter. Steuern. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Steuern kenne ich mich recht gut aus. Nils mit Sicherheit auch, Ja. gezwungenermaßen. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, um das ganz kurz aufzugreifen, schon. Also am Anfang war man sich dessen gar nicht so bewusst, aber wenn man dann das erste Mal den Zettel ausfüllen muss, ja, und das einreicht, dann denkst du dir so: Wow, du hast angefangen zu arbeiten. Mann, du bist selbstständig. Du musst jetzt was machen. Ja, und du musst halt, ich kenne das ja. Also Darf ich erzähl kurz weiter. anmerken, ich bin gelernter Steuerfachangestellter.
Oslevi, ich habe da mal einen Termin bei dir, bitte. Ich muss da was über Ich Abschreibung. Praktiziere nicht mehr. Das ist so schade. Ja, bei mir ist das ziemlich komplex immer. Aber das Entscheidende ist, was die Frage war, war eben, muss ich meine Donations versteuern oder wie ist das überhaupt? Ja, muss ich, ja. So, wenn du jetzt einen Stream hast und bekommst Donations, dann ist das ein Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit sozusagen. In einem bestimmten Bereich, ja, ist das, da musst du dich informieren, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, hast du einen Freibetrag, da ist das nicht so dramatisch. Aber wenn du, sagen wir mal, 1.000 Euro Donations eingenommen hast im Jahr oder 1.500, also sagen wir mal, ich glaube, bei 1.000 ist es schon längst fällig. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, also da will ich mich jetzt nicht festnageln lassen, aber es ist schon relativ früh, und das unterschätzen viele, dass du das in der Steuererklärung als Einnahmen angeben musst. Du musst dich noch nicht als Selbstständiger melden, ja, das musst du nicht unbedingt tun, aber du musst diese Einnahmen anmelden bzw. deklarieren, oder das wäre jetzt beim Zoll, also angeben in der Steuererklärung. Oh. So. Und wichtig ist dabei zu beachten, es sind keine Spenden. Richtig, genau. Es heißt nur Spenden, aber es sind eigentlich, es ist ein Trinkgeld. Genau. Und das musst du versteuern. Und bei Partnern geht das ja noch weiter, da sind die Einnahmen dann, aber da achtet Twitch natürlich auch drauf, durch die Papiere, die man unterschreiben muss, dass man das versteuert. Und man wird ja nach amerikanischem Recht auch behandelt. Das ist dann noch komplexer. Aber bei dem normalen Streamer, der eben kein Twitch-Partner ist und Kohle über den Stream verdient, das ist genauso, als wenn du Sachen bei eBay verkaufst. Ja? Also häufiger, nicht nur den Privatkram. Das musst du halt angeben. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Und das ist auch, viele haben immer Angst vor Steuern, ja, dass das so irre viel ist oder so. Vergiss es, das ist ja, also wenn ihr, mir hat mal einer gesagt, da war ich, wie alt war ich da? Ende 20, ja, gerade selbstständig, also nach dem Studium, so. Und da sagte mir mal einer, das war so ein Mentor für mich, der war damals so alt wie ich heute und ist leider schon tot. Und der sagte zu mir, freu dich auf den Tag, an dem du Steuern bezahlst, bis der Arzt kommt. Dann hast du so viel Kohle verdient, dass das alles prima ist. Und er hat recht. Freut euch, wenn ihr Steuern zahlen dürft. Wer Steuern zahlt, ist auf der sicheren Seite, weil der hat Geld verdient, sonst muss er keine Steuern zahlen. Ne? Wobei ich da noch anmerken muss, weil ich das auch gerade noch gelesen habe von Stay, und der kennt sich damit ja auch gewisserweise aus, du hast einen gewissen Steuerfreibetrag noch, das kommt noch dazu. Also du, bei mir war es zum Beispiel am Anfang so, das kann ich ja sagen, ohne eine Zahl zu sagen, ich habe mich angemeldet und die junge Dame hat mir dann gesagt, hier, passen Sie auf, Herr Dissingen, Sie haben den und den Wert. Und wenn sie da nicht rüberkommen, sind sie eh steuerbefreit. Alles andere, sie müssen ihre Einnahmen deklarieren, aber da wird dann eh nichts sein. Also melden muss man so oder so, das ist klar. Aber du hast halt deinen Betrag auf gewisse Art und Weise natürlich frei dann. Aber ne? Auf Gesamteinnahmen. Ganz genau, gesehen, natürlich, ja? Auf alles. Also wenn ihr da noch einen Nebenjob oder sowas habt, müsst ihr das natürlich auch noch mitbeachten. Ja, das kommt natürlich also rein. Der Mr. M.O., der fragt jetzt gerade, und wann zählt es als Gewerbe und wie würde das mit dem Kindergeldstudium ablaufen? Wir sind jetzt hier keine Rechtsberatung, ne? Jo. Also so das, was wir hier auch sagen, das dürft ihr jetzt nicht hundertprozentig als Wahrheit nehmen. So, da müsst ihr, wenn ihr wirklich so weit kommt, dass das wirklich viel ist, dann solltet ihr sowieso mal zum Steuerberater gehen. Jo. Da kann ich auch einen ganz guten in Dortmund hier empfehlen. Slapsticker heißt der, Slapsticker. Nee. Ich mach meine da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Seit Jahren selbst und es wird immer komplexer und komplizierter. Und jedes Jahr muss ich länger mit dem Finanzamt diskutieren. Und ich glaube, ich werde auch wieder zum Steuerberater zurückgehen. Bisher hat es immer so geklappt, weil ich relativ viel im Studium über BWL gelernt hatte. Aber diesen ganzen Steuerwahnsinn, da kann man nicht mit. Ja? Das ändert sich ja minütlich quasi. Und wenn man dann noch anfängt, dass man so Gerätschaften abschreibt, ja, das ist ja so ein Thema. Bei Nils, der das beruflich macht, der kann natürlich seinen Stick abschreiben, der kann seinen Monitor, seinen Rechner, sein Mischpult, alles abschreiben von seinen Einnahmen. Ja? Und das ist so. Und das ist eben natürlich auch ein Vorteil auf der anderen Seite. Aber abschreiben, und das ist immer das, was viele nicht verstehen, abschreiben kann man nur auf Gewinne. Ja? Das heißt, es ist nicht möglich, jetzt einfach Riesenrechner, bla bla bla, alles, und ihr bekommt 15 Euro Donations und geht zum Finanzamt, bezahlt mir mal meinen Rechner. Das könnt ihr vergessen. Ja? Also, du kannst aber einen Verlustvortrag anmelden und dann irgendwann, wenn du viel Geld damit verdienst, das dann erst abziehen.
Das kann man machen. Natürlich kann man über einen Verlustvortrag das machen. Bis zu einer bestimmten Zeit ist das möglich. Aber das ist halt so wieder die höhere Kunst. Dass wir hier über Verlustvorträge reden. Können wir das Thema wechseln? Ich werde doch jetzt hier nicht über Steuern reden. Ich wollte gerade sagen, also ich habe hier was ganz Gutes gesehen. Und zwar Sparky hatte das. Lasst uns das mal wegpacken, weil das wird immer, das geht immer zu sehr ins Geschäft. Und das, aber es ist, was viele, viele Streamer Steuer hinterziehen. Da bin ich absolut sicher. Ja, selbstverständlich, weil weiß ja auch keiner so genau, wie das läuft. Ja, eben. Ist ja für die Leute kein Gewerbe. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. So sieht es nämlich aus. Wenn und deswegen ist das wichtig. Ist das dramatisch. Also da, also Steuern ist ein wichtiges Thema. Erkundigt euch da und sobald ihr über einen relevanten Satz hinwegkommt, erkundigt euch einfach im Internet, wie hoch die Summe ist. Die Betonung ist relevanter Satz, Leute. Ja, der relevante Satz. Genau. Und da müsst ihr erstmal hinkommen, denn so einfach ist es bei Twitch ja nun auch nicht, Geld zu verdienen. Also, da wäre ich gerne. So sieht es aus. Das ist schon entscheidend. Ich hatte, hier kam gerade von Sparky kam noch was durch und zwar gehen Streamer, die aus Leidenschaft streamen, unter zwischen den Geldgeiern in der Masse? Nö. Nö. Am Ende setzt sich, glaube ich, Qualität gegen die Trottel durch, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube nicht, dass das entscheidend ist, ne? Also für mich glaube ich, ich sag mal so, die Leute, die eine gewisse Anzahl an Zuschauern haben, über eine konstante lange Zeit, à la Lyric, Funk Royal, Gronkh, Summit und so weiter und so fort. Die Leute haben niemals vielleicht für das Geld angefangen oder machen es heute vielleicht unter dem Vorsatz, noch Geld zu verdienen. Aber die Leute waren früher, als sie kleiner waren, waren sie auch Entertainer. Und das sind sie heute immer noch. Nur man wächst in seine Rolle irgendwann rein. Ja, zum Beispiel, ich nehme einfach mich selber als Beispiel, der das jetzt, ich sag mal, schon ein bisschen länger macht. Man wächst da irgendwann rein. Man freut sich darüber, dass Leute einen unterstützen und man freut sich natürlich auch über Finanzen, weil man ist selbstständig und es ist halt einfach so, wie es ist, dass man seinen Lebensunterhalt davon bestreitet, also bei mir zumindest. Und nichtsdestotrotz ist man immer noch derselbe Typ und das ist doch das Wichtige. Also man kommt nur da nach oben durch die Sachen, die man vorhin genannt hatte, ja, also dass man immer zu diesem einen Zeitpunkt da ist oder zu den Zeitpunkten, dass man verlässlich ist und dass man konstante Leistung bringt. Ja, was mir auffällt, ist zum Beispiel, dass es in jedem Medium diese Entwicklung halt gibt und schon immer gab. Und wenn du wissen möchtest, was aus Twitch irgendwann wird, musst du dir einfach nur alte Medien angucken im Prinzip. Also nimm das Fernsehen, wo die Leute, die damit angefangen haben, Fernsehen zu machen, die sogenannten Early Adopter, wie es halt in der Soziologie heißt, die haben das im Prinzip nur aus Leidenschaft gemacht, weil sie es einfach wollten. Irgendwann haben die Leute das so groß gemacht, dass dann das große Geld kam. Und mit dem großen Geld kommen natürlich dann auch die Geier und die ganze Industrie wächst halt drumherum. Und das finde ich ist halt das Schöne an Twitch, dass es halt hier alles noch ganz, ganz, also nicht mehr, aber es ist immer noch relativ mini. Gerade im deutschsprachigen Bereich kannst du selber noch deine eigenen Regeln setzen. Du kannst immer noch das selber irgendwie noch ein bisschen umformen. Das ist halt nicht wie beim Fernsehen und dass jede Regel im Prinzip schon geschrieben worden ist. Ja, da gibt es im Prinzip nichts mehr, was du verändern kannst. Da gibt es eine riesen Industrie, Medienmogule und sonst irgendwas und die bestimmen, wie das abläuft. Hier kann halt noch jeder, der damit klein anfängt, selber bestimmen. Weil wenn du eine kleine Änderung machst oder irgendwie irgendwas Neues reinbringst, kannst du halt plötzlich derjenige werden, der halt riesengroß ist. Ich denke da zum Beispiel, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob die Geschichte stimmt, aber ich meine, Man vs. Game war der erste Streamer der den Greenscreen im Prinzip nicht benutzt hat, aber der den wirklich vernünftig benutzt hat und der halt als allererstes quasi seinen Hintergrund ausgeblendet hat. Und dadurch ist er im Prinzip auch groß geworden. Solche Geschichten, eine coole Erfindung wie den Greenscreen in den Stream reinbringen, kann dich schon irgendwie zu was Großem machen, zum Beispiel. Und heute benutzt jeder zweite Streamer oder in unserem Fall zwei Drittel aller Streamer benutzen heute einen Greenscreen. Zum Beispiel. Nur weil halt einer damit angefangen hat. Der hatte natürlich irgendwie eine coole Software, mit der er das damals noch rausmachen konnte. Das gab es halt damals für den Otto-Normalverbraucher nicht.
Aber, ne, der hatte halt die Idee. Und wenn du heute mit einer coolen Idee im Stream durchkommst oder reinkommst, dann kannst du immer noch was damit verändern. Wenn du ins Fernsehen kommst und sagst, hier, ich will Videospiele-Sendungen machen, dann wirst du direkt wieder rausgekickt bei MTV. Ja. Ich habe hier noch zwei Sachen. Ich lese ja den Chat. Facecam, ist das notwendig? Zu Ende drauf. Ja. Also, willst du selber darauf antworten, Garak? Ich meine, du bist ja hier der Greenscreen-Mann. Facecam, ja, nein? Willst du? Ja, Facecam, ja. Greenscreen, nein. Greenscreen ist nicht notwendig. Nee. Das sieht man bei Nils. Der ist ja ein absoluter Gegner des Greenscreens. Und das ist auch völlig egal. Das ist nicht wichtig. Das kann man machen, muss man aber nicht. Bei mir ist die Wand da hinten einfach zu öde. Wenn ich so eine schöne Flagge im Hintergrund hätte, würde ich das... Ich habe auch schon überlegt, ob ich da einfach eine Amerika-Flagge hinhänge oder so, aber das ist auch wieder blöd. USA! Ja. Wäschestände, sag ich dann nur, Wäschestände. Ich will mich da nicht hinhängen, weil dann bin ich plötzlich ganz rechts, das geht auch nicht, das darf man ja nicht machen. Also insofern, nein, Greenscreen nein, aber Facecam sollte man tun, weil ihr streamt für Zuschauer. In den meisten Fällen, manche streamen auch für sich selbst, glaube ich, aber in der Regel streamt ihr viele. Ja, viele. Und bedingt dadurch, dass sie keine Zuschauer haben. Aber grundsätzlich streamt man ja für andere und dann solltet ihr denjenigen auch in die Augen schauen können. Also euren Kunden, euren Streamern, euren Zuschauern. Also insofern macht das schon Sinn, eine Facecam zu haben. Ich habe ohne angefangen. Glaube jeder, der erstmal ein bisschen rumprobiert hat, glaube ich, 3 Wochen oder so habe ich es durchgehalten und dann habe ich auch eine Kamera gehabt und der Greenscreen kam dann einen Monat später. Also da, aber ich denke, man sollte eine Facecam haben. Ich habe direkt mit angefangen. Ja, aber weil ich halt so dämlich war und mir direkt eine Webcam bestellt habe, obwohl ich noch gar nicht wusste, wie das überhaupt geht. Sich ergibt. Und ich weiß, weil jetzt gerade wahrscheinlich, ich habe den Chat noch nicht mal gelesen, aber 100.000 Leute gerade reinschreiben, aber der Lyric, der hat ja gar keine Facecam. Ja, aber der Lyric hat einfach eine Stimme, die ihm Millionen Dollar im Jahr macht. Keine Ahnung. Wenn ihr eine Stimme habt wie Lyric und so unterhalten könnt wie Lyric, dann bitte, dann streamt ohne Facecam. Aber sonst nicht. Also ich sag mal, pass auf, Leute. Das ist, läuft wie folgt. Und zwar genau so ist es. Die Leute, die keine Facecam haben wollen, sind langweilige Menschen. Bam. Ganz ja. Einfach. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man hört die Stimme. Ja, das ist dann immer so. So klingt ungefähr der Stream. Ja, das ist wie Aborigines, die in die Pipe reinblasen. Ungefähr so. Wenn ihr den ganzen Tag aufgedreht seid, rumschreit und rum, weiß ich nicht. Also ihr habt was in der Stimme. Braucht man keine Facecam. Hat man keine Stimme oder kann mit seiner Stimme umgehen? Oder kann Menschen das Bild nicht vortragen, wie das funktioniert, braucht man keine Facecam. Oder man ist einfach so ein Idiot wie ich und hampelt die ganze Zeit rum. Dann ist es von der Facecam her, also ich könnte nicht ohne, weil die Leute mein Gesicht sehen wollen, mein Bart, meine Hände, weil ich die ganze Zeit irgendwas mache. Ja? Zum Beispiel. Also man muss nicht, also es ist nicht unbedingt Pflicht, aber wenn man, sage ich mal, ohne streamt, sollte man schon echt der Burner mit seiner Stimme sein. Also A, sollten die Frauen ein feuchtes Höschen kriegen und B, die Kerle sollten auf dem Tisch Samba tanzen, wenn du dann redest. Ja, so ungefähr könnte man sich das vorstellen. Also ich habe auch ohne angefangen, halbes Jahr lang. Oder man weiß einfach, dass man nicht ganz so schnell halt Erfolg haben wird damit. Jo. So, das geht ja auch. Ne? Viele Natürlich. Streamen einfach dann für sich und wissen halt, okay, ich will einfach lernen zu sprechen oder so. Wenn ihr so einen Grund habt zum Streamen, okay, dann streamt auch ohne Facecam von mir aus. Aber dann erwartet halt nicht, dass die Followerzahlen irgendwie mega ansteigen ohne Facecam. Ja, genau. Ich habe hier noch einen, der schrieb in Twitter, Military Alpha war das. Nee, ich muss einen älteren vorziehen. Moment. 1.000 Euro. Was haltet ihr davon, dass Streamer 1.000 Euro für 1.000 Euro einen zum Mod machen? Soll es geben. Habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Was, 1.000 Euro? Ja, 1.000 Euro Donate. Wenn man 1.000 Euro Donate erreicht hat, dann wird man Mod bei demjenigen Streamer. Ich möchte mal wissen, bei wem. Mhm. Also, wenn wir das nachher privat klären wollen, du kannst gerne 1.000 reinholen, ich mach dich dann zum Mod. Ja, so ist das nicht, ey. Ich persönlich habe nur so unter der Hand gehört, dass man für das Geld von richtig bekannten Streamern gehostet wird. Ja. Was natürlich auch einen Boost bringt, ja, und dass da also schon die ersten anfangen. Also es ist schon ein ganz, ganz, ganz wildes Business manchmal. Und der Military Alpha fragte auch wieder, ein amerikanischer Streamer hätte mal gesagt, dass man auf Twitch von
bei ca. 2000 Viewern gut davon leben kann. Ich befürchte, man braucht bei weitem keine 2000 Viewer. Nils lebt gut davon leben. Oh, Nils lebt auch gut, er ist gut genährt. Ich wollte gerade sagen, also bin ich dick oder was? Ganz ehrlich, Leute, um das kurz mal, ich hatte das schon mal gesagt, ja. Und ich zitiere da jetzt mal ganz kurz das Internet. Who gives a shit about the Zahlen? Keiner gibt da drauf einen feuchten Kehricht, weil ihr Leute, die zuguckt, könnt niemals von einem Streamer sehen, wie viele Subscriber der hat. Ne. Also kannst du 50 Subscriber haben, aber 50 Viewer, aber 500 Subscriber. Woher wollt ihr das wissen? Was wollt ihr wissen, was die an Donations kriegen, wenn die das nicht unten in einer Hall of Fame ungefähr, wartet? Ach nee, mein Zimmer reicht nicht, um das aufzuzeigen dann. Das könnt ihr niemals wissen, Leute, das wisst ihr nicht. Und bei 2000 Leute könnt ihr mindestens noch 1500 abziehen, die 15 Jahre alt sind und nicht mal genug Taschengeld kriegen, um zu subscriben zum Beispiel oder zu donaten und so weiter und so fort. Ich würde es auch viel schöner finden, wenn Twitch die Zahlen gar nicht anzeigt. Weil das wäre sinnvoller, weil viele, viele Leute einfach aufgrund der Zahlen irgendwie völlig durchdrehen. Und du hast aber heute 180 Viewer. Oder ich hatte letztens durch Zufall, da hat mich einer gehostet, da hatte ich 350 Zuschauer. Ja, das ist für mich nicht normal. Ja, also 350 ist schon, da muss ich dann auch immer schon, was ist denn jetzt los? Ja, da gucke ich erst mal, ob das ein Bot sein kann. Ja, weil muss ich gar nicht gucken, weil meine Viewer machen das denn ja schon. Insofern, diese Zahl ist einfach völliger Blödsinn. Also mir wäre es recht, wenn Twitch die gar nicht anzeigen würde, weil das ist nicht relevant. Und sagt vor allen Dingen nichts darüber aus, wie viel man verdient. Aber das Ding, habt ihr auch so das Gefühl, dass Viewerzahlen dich irgendwie kaputt machen? Also weil du springst ja immer. Ich sag mal, wenn du nicht immer dasselbe streamst, bist du ja manchmal höher, manchmal weniger oder niedriger. Jüngstes Beispiel, ich sag mal, wenn ich World of Warships streame, habe ich 200, dann hört eine gewisse Person auf, dann sind es 300 bis 400 und dann streamst du aus Versehen mal Until Dawn und da sind es dann wieder 500, 600 und nächsten Tag sind es wieder nur 150, weil du H1Z anspielst. Also ich sag mal, das ist nicht aussagekräftig. Also ja gut, bei dir ist das halt noch ein anderer Fall. Ne? Du bist halt ein Variety-Streamer. Ich bin jetzt halt momentan zumindest wieder ein reiner Minecraft-Streamer. Und bei mir kann ich halt schon ein bisschen besser halt auf die Zahlen Acht geben, weil, gut, lassen wir die ganzen Hostings mal weg. Die bringen schon wieder nur durcheinander halt rein. Mhm. Aber ich finde, man lernt dann irgendwann, es gibt Leute, die sagen, blendet die Viewerzahlen aus, während ihr streamt. Würde ich nicht so sagen. Wenn ihr euch einmal daran gewöhnt habt, dann nicht mehr so ganz drauf einzugehen und nicht mehr traurig zu sein, wenn plötzlich 20 Leute weggehen, weil Dizzy anfängt zu streamen oder so. Und wenn man dann weiß halt, ne, okay, irgendwann springen die Leute halt weg und dann ist mir das Wumpe. Wenn euch das in dem Moment Wumpe ist, könnt ihr dann immer noch trotzdem aus diesen plötzlichen Sprüngen halt Motivation rausgewinnen, weil das macht dann trotzdem Spaß, wenn plötzlich statt 20 Leuten 50 Leute zugucken. Und B, könnt ihr dann viel besser darauf achten, okay, was habe ich jetzt, ne, ihr müsst nicht die ganze Zeit denken, weil 20 Leute weggehen, was habe ich falsch gemacht? Nicht unbedingt. Aber du kannst dich trotzdem selber ein bisschen beobachten und merken, okay, da hast du ein bisschen, warst du vielleicht ein bisschen besser, da warst du ein bisschen schlechter. Und so kannst du halt aus deinen Fehlern besser lernen. Es gibt ja halt so eine mehr oder weniger Live-Statistik. Also es gibt, ich weiß nicht, ich habe da halt so ein Reddit-Thread auch dazu gelesen, wo es halt genau darum ging, aus dem Twitch-Subreddit. Und die größeren Streamer haben alle halt mehr oder weniger geschrieben, lasst die eher drin. Wenn ihr euch einmal daran gewöhnt habt, wird es euch eher helfen, als es euch abschreckt wird. So, also, mich beeinflusst das. Also jetzt nicht so. Mich auch. Also wenn ich sehe, also wenn ich online gehe und bin unter 100 Zuschauern, bevor ich anfange, da wäre ich nervös. Ja? Ach du Armer. Ja, ist so, Entschuldigung. Und ich habe ja nicht viel mehr nachher am Ende, aber ich werde dann immer so ich hatte Freitag, irgendwann letzte Woche, hatte ich, ich weiß nicht warum, nur 72 Zuschauer, nur in Anführungsstrichen, ja, ich meine, es ist hier Heulen auf hohem Niveau für mich. Ich glaube, da habe ich gerade gestreamt. Ja, aber es beeinflusst einen total. Ich denke auch, was ist denn jetzt kaputt? Ich habe erstmal, Ist meine Qualität schlecht oder was ist hier los? Läuft hier meine Musik? Ist irgend alles kaputt oder so? Und da werde ich dann nervös. Und dann, wenn ich dann streame, ist das vorbei. Also mir passiert das meistens zu Anfang,
wenn ich dann sehe, dass ich habe so einen ungefähren Level, wo ich weiß, da ist das eigentlich immer. Und ich habe nicht berücksichtigt, zum Beispiel jetzt Sommer, ja, wir haben Sommerloch, ja. Wenn man bedenkt, wie viele Zuschauer wir noch generieren, auch jetzt, wir haben im Moment über 400 Zuschauer, ja, völlig bescheuert, um 22.01 Uhr übrigens schon, auf einen Sonntagabend, ja, im Sommer, also noch ein bisschen Sommer haben wir ja, das ist eine Menge Holz. Ja. Das ist richtig viel. Ich meine, so ein Lyrik, der lacht sich tot darüber, aber das ist eine Menge Holz, finde ich. Und naja, und mich beeinflusst das dann schon. Also nicht die Menge. Die Menge ist mir dann, also das beeinflusst mich nicht im Stream oder so, sondern nur zu Anfang. Und sobald ich dann stream, gucke ich da eh nicht mehr hin. Dann sehe ich zwar die Schwankungen, weil ich auch so eine Echtzeitstatistik habe, aber die ist nicht relevant, weil ich habe ja Zuschauer, ja. Und jeder Zuschauer ist mir ja wichtig. Das heißt, dann ist es mir vollkommen wurscht, ob ich jetzt 102 habe oder 230. Ja? Die sind alle wichtig und die wollen alle, dass ich streame, beziehungsweise die sitzen da rum, weil ich streame, also liefere ich ab, ja? Und weil ich da Bock drauf habe. Und deswegen, da ist es dann nicht mehr so schlimm. Aber zu Anfang, gebe ich zu, bin ich da sehr stark abhängig. Ich hab zwei Sachen. Einmal, alles, was unter 150 geht bei mir, mache ich mir Sorgen. Mhm. Da bin ich nicht unsicher, aber dann kommt so nochmal ein Motivationsschub von sonst woher, glaube ich. Alles, was so unter 150 geht, da mache ich mir Gedanken. Weil man gewöhnt sich an eine Zahl und ich habe mich an 150 gewöhnt. Das World of Warships nehme ich jetzt mal raus, wo ein bisschen mehr ist und so weiter und so fort, aber alles, was da runtergeht, da bin ich, da werde ich käsig. Also da innerlich werde ich dann so ein bisschen unruhig, obwohl, also ein bisschen. Und wenn der Chat steht, ich kann das nicht ab. Das Schlimme ist, ich habe meine Community mittlerweile so weit, dass sie einfach nur zuguckt manchmal. Also ich glaube, der Rekord ist bei The Witcher, ich glaube, über eine halbe Stunde gar nichts im Chat. Totenstille bei 400 Leuten. Habe ich noch nie erlebt irgendwo. Also da nicht eine Textzeile. Da werde ich. Ne? Bitte? Da hast du dann 400 Bots, weil das ist mir schon passiert. Nee, ja, das waren wirklich Leute. Ich weiß, natürlich waren das echte Leute. Das ist mir aber schon passiert, dass dann jemand gleich kommt, dein Chat ist ja tot, du hast ja nur Bots oder was. Ja, weißt du? Chat-Aktivität setzen die Leute gleich mit echte Viewer. Ja? Also wenn da viele Viewer sind, muss auch Chat-Aktivität sein. Mhm. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Nee, eben. Also das ist so, ich weiß nicht, ich rede gern mit Menschen, aber das ist so ein Ding, wenn manchmal mehr da sind und keiner redet, dann werde ich auch immer so ein bisschen komisch. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da ganz viel Wert drauf lege, weil Stream tue ich so oder so, egal was passiert. Aber man legt da trotzdem Wert drauf. Ne? Ja, so ein bisschen. Da darf man sich jetzt hier irgendwie nicht so einen Schwachsinn erzählen zu lassen, wie ich gucke nicht auf die Zahlen. Die Zahlen sind mir vollkommen unwichtig. Jeder guckt da drauf. Wenn du irgendwann Erfolg damit haben willst, dann wirst du auch die Zahlen angucken. Weil das ist irgendwo auch, ne? Selbstverständlich. Du willst ja wissen, wie du wächst und wie es gedeiht, was du da säst. Von daher. Ja. Ich werde auch nervös, wenn der Chat leer ist. Also wenn da nichts passiert, dann gucke ich schon mal oder es gibt ja auch so ein Mittel, um den Chat zu beleben, das sollte man vielleicht, wir sind ja aus der Zeit schon fast raus oder sind raus, die wir uns gegeben haben. Das Thema ist ja doch umfangreicher, als wir gedacht haben, glaube ich. Ich hatte vorhin so um 8:30 dachte ich mir, sind wir ja eine halbe Stunde durch. Und dann wurde das immer breiter, was ja auch toll ist. Das ist ja auch das, was der Plankenschnack bringen soll. Aber ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr umfangreiches Thema, dieses ganze Streaming und das ganze Drumherum. Was du vorhin noch gefragt hattest, was ich gerne noch aufgreifen würde, weil das sind so Fragen, die beantworte ich ungern im Stream, mit diese 1000 Euro, warum Leute 1000 Euro bei jemandem donaten oder Dollar? Kann ich euch ganz ehrlich sagen, weil den Leuten Entertainment was wert ist und die ballern da ein Tausi rein und das interessiert die nicht, ganz einfach. Und ja, aber da ging es nicht darum, sondern da ging es darum, 1000 Euro, dafür wirst du Moderator. Steht das? Also hier steht, oh, never mind, okay. Dann habe ich das missverstanden. Halte ich nichts von. Ja gut. Was ein absoluter Sellout ist das. So. Ich sag euch so, wie das ist. Es gibt Leute, die meinen das ironisch. Also bestes Beispiel ist, wobei, um einfach mal Kritik zu sprechen, es gibt jemanden aus dem nahen Umfeld, der macht halt richtig auf Sellout und auch so ein bisschen auf amerikanisch, weil er weiß, dass er dadurch Geld kriegt. Und also ich persönlich, ich kaufe das so nicht. Ja?
Und das Ding ist halt immer, warum sollst du den Leuten sowas nicht sagen? Ich meine, du, es ist immer, die Leute wollen ja, sage ich mal, bespaßt werden und man spielt sich ja gegenseitig den Ball zu. Also wenn jetzt jemand sagt, wenn dich jemand fragt, naja, was würdest du für 1000 Euro machen? Dann sagst du einfach, naja, ich würde dich zum Mod machen und dann gibt er dir halt irgendwie 5 Mark oder so, ja. Also es ist halt immer, ich sag mal, für den einen sind 5 Mark das wert und für den anderen sind 5 Mark das wert. Und ich glaube, viele kannst du heutzutage gar nicht mehr ernst nehmen, so wirklich. Also es gibt wenige Streamer, wo du mal eine Aussage wirklich, wirklich ernst nehmen kannst. Wirklich ernst. Ich möchte mal kurz sagen, ab nächsten Monat bin ich Mod by Stay. Okay, cool. Es ist halt einfach alles so auf eine gewisse Art und Weise so eine Masche. Und ganz ehrlich, wenn das da drinne steht, würde ich lachen. Also wenn jemand sagt, okay, für 1000 Euro bist du Mod. Ja? Nee. Naja gut, dann bist du halt Mod für einen Tag und dann haust du es wieder raus. Also es ist halt, Sellout ist halt Sellout. Ich meine, die Leute wollen Geld verdienen und der eine macht das so und hat Gewissen und der andere hat kein Gewissen. Also ich würde mir zum Beispiel nie den Bart abrasieren, wenn mir jemand Geld donaten würde. Oder irgendwas anderes in die Richtung. Es gibt Leute, die haben sich schon die Haare weggeknattert, weil sie Geld donated bekommen haben. Ich würde mir irgendwann vielleicht mal die Haare gerne lila färben. Ja, ganz genau, wie die ganzen anderen. Einfach nur aus Spaß. Aber keine Ahnung. Weil das jeder schon macht. Wild hat das sogar gemacht, dann kann ich es ja wohl auch machen. Ja. Ja, noch eine Frage. Und zwar, wie wichtig sind euch Stamm, ne? Das ist das Hamburgerische. Stamm. Ja, mir geht das oft so, aber das liegt daran, weil ich hier oben aus dem Norden komme. Steife Stammzuschauer. Stammzuschauer. Ganz kurzer Satz von mir, sind für mich das Wichtigste, was es gibt. Natürlich sind alle Zuschauer wichtig, aber die Stammzuschauer, die sind ganz, ganz wichtig, weil die sind halt immer da, ne? Mit vielen bin ich davon mittlerweile, würde ich sagen, befreundet, ja. Also man ja. Kennt sich, man ist im Teamspeak, hängt man ab. Bei mir sind ganz viele immer im Teamspeak und hängen da rum. Und also die helfen anderen Zuschauern, gerade jetzt bei mir, Flugsimulation ist kompliziert, ja. Da braucht man auch beim Installieren viel Hilfe zum Teil. Und da bin ich angewiesen auf die Stammzuschauer. Die nehmen mir auch sehr viel Arbeit ab, ne? Nicht nur die Moderatoren, sondern überhaupt die Gemeinde der Zuschauer bei mir, ne? Aber ich denke, das ist bei euch ähnlich. Nee, bei mir nicht. Mir sind die Zuschauer egal. Ja. Hast du vor allem die Stammzuschauer. Ja. Also, die, meine unwichtigsten, die mache ich auch dann noch zum Mod. Ja. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich glaube, mein kompletter Stream besteht aus Stammzuschauern. Ich habe, glaube ich, keine Laufkundschaft. Ich habe, glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin und wirklich von meinem Herzen ausgehe, habe ich am Tag vielleicht 20 Leute, die Laufkundschaft sind. Maximal. Und das sehe ich, wenn ich zum Beispiel einfach nur so mal saloppen Wert auf den Tisch gepackt. Ich habe 500 Leute, die mir bei Until Dawn zugucken und habe 5 Follower gemacht. Und ich war nicht scheiße beim Stream. Also hätten theoretisch mehr Leute followen müssen, also sind da Stammzuschauer. Und ich sag mal, ich habe das auch im Blick, wenn ich neue Namen habe und so. Ich mag meine Zuschauer sehr gerne. Ich kenne viele persönlich, also wirklich sehr viele, wenn nicht sogar schon fast Hunderte, also eine Menge auf jeden Fall. Und sie sind wichtig. Das sind die, nicht die wichtigsten, aber sie sind sehr, sehr wichtig. Egal ob Subscriber oder nicht. Also man muss aber auch dazu sagen, oh sorry. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht böse, wenn mir Stammzuschauer plötzlich nicht mehr zugucken. Weil ja. Das kenne ich aus meinem eigenen Zuschauerverhalten. So, ich bin ja selber auch Zuschauer auf Twitch. Ich gucke mindestens genauso viel, wie ich streame. Und ich habe auch mal einen Monat, lach nicht, momentan sogar mehr. Wollte ich gerade sagen, deswegen lache ich. Ich gucke halt auch mal einen Monat ein Man vs. Game zu, dann gucke ich dem Excessive Profanity einen Monat zu, dann gucke ich Bananasaurus Rex einen Monat zu und dann wieder Dan's Gaming oder so. Ne? Das ist halt dieses Zuschauerverhalten. Ich sepp halt mal einen Tag irgendwie die ganze Zeit durch, dann bleibe ich wieder beim DZ hängen, Garak schaue ich sowieso nicht zu und so mache ich das halt. Und deswegen bin ich dann auch nicht böse, wenn mir keiner zuguckt. Oder nicht keiner zuguckt, sondern wenn die Leute halt plötzlich irgendwie, die 2 Monate da waren, jetzt plötzlich nicht mehr da sind. Deswegen. Ja. Das ist bei mir sogar noch, es ist ja auch genauso im Grunde, weil wenn du jetzt täglich dasselbe streamst, so wie bei mir, ja, also mehr oder weniger, mit wenigen Ausnahmen, dann ist das auch mehr als ein Kommen und Gehen. Nicht? Und
Aber im Großen und Ganzen ist schon, ich würde sagen, 90% sind bei mir wirklich Stammzuschauer. Ich habe es hingekriegt. Und 10% vielleicht. Manche Tage, da geht es mir genauso wie Nils, da streame ich und wundere mich. Ich gucke dann immer und gucke nach, ob mein Follower-Alert noch funktioniert, weil da nur 2 Follower rumkommen, aber ich habe 220 Zuschauer auf der Uhr. Ja, und komisch. Ja, aber das sind alles Stammzuschauer und das ist auch perfekt. Ja. Und dann gibt es wirklich so Tage, ich hatte das vor 2 Wochen, auf einen Schlag 60 Follower in einem Stream. Das ist für mich recht viel, weil sonst immer halt immer dieselben da sind. Nicht? Und 60 Stück, ich weiß nicht warum. Ja? Das kann man auch gar nicht so richtig herausbekommen. So, und ja, und wenn davon ein paar bleiben, dann verliert man natürlich auch mal wieder welche. Aber auch Stammzuschauer, die wandern halt weiter. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Slevy. Es ist bei mir genau das Gleiche. Also ich gucke auch den Einstreamer. Also bei Nils hänge ich jetzt ziemlich lange schon rum. Aber sonst, Dance Gaming ist halt von den Streaming-Zeiten für mich immer relativ schlecht, außer er backt Kuchen morgens. ansonsten ist es halt schon so, dass ich sehr stark wechsle. Ich gucke bei Sali gerne rein, die streamt ja tagsüber und wenn ich so zwischendurch Zeit habe, wenn die Mädels geschminkt werden, da habe ich immer nichts zu tun, ja, ich bin ja fertig, ich warte nur auf die Mädels, dass sie fertig geschminkt sind und dann ist Sali ist immer da, ja, und dann kann ich da schön zugucken und alles ist toll, aber wie gesagt, auch das wechselt ja permanent und ich glaube, es geht aber jedem so. Da fällt mir ein, wie schade ich das finde, wie schlecht diese Team dieses Team zusammenfinden, wie wir es jetzt mit den Bay Pirates haben, bei Twitch gelöst ist. Ja, man findet ja das würde ich halt echt gerne mal anprangern bei den Admins. Falls ihr gerade irgendwie zufällig einen Admin gerade zuguckt, ändert das doch endlich mal. Das kann doch nicht wahr sein, dass das immer noch nur diese kleine Seite ist und dann steht bei mir oben da Bay Pirates. Das muss man doch, das ist so eine geile Idee und da hat man seit 2 Jahren nichts irgendwie dran geändert. Ja, aber es ist halt jeder immer nur für sich selber. Das ist, ne? Die anderen mal, ja. Das wird dann halt immer anders gelöst. Jungs, aber ich weiß nicht, wollen wir langsam dann, wir hatten ja Veranstaltungen. Das macht gerade so viel Spaß. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr noch, wir können noch überziehen, also. Aber wir müssen überziehen. Nee. Wir haben ganz zu Anfang ja auch vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Also, was wollen wir machen? Zu erklären, wofür das Ganze überhaupt ist. Ich glaube, hat man ja gerade gesehen. Das habt ihr jetzt gemerkt, da hat die Zeitung sie überholt. Ich glaube, das Thema ist noch so breit, dass man da das, also wir wollten ja eigentlich heute diese Streaming-Geschichte diskutieren, was wir ja auch gemacht haben, aber es ist noch so viel nicht erzählt, ja. Ja. Also mir fallen noch tausende von Sachen ein und es sind bestimmt noch viele Fragen von den Zuschauern. Also ich habe jetzt auch kein Problem, das noch ein bisschen zu verlängern und wir sollten es in jedem Fall nochmal machen zu diesem Thema. Ja, das Thema scheint ja interessant zu sein für alle und was den Plankenschnack so angeht, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, was das jetzt eigentlich werden soll. Und das soll schon eine regelmäßige Geschichte werden. Da gab es ein paar Fragen zu. Das sollte schon eine regelmäßige Geschichte werden. Der nächste Plankenschnack ist schon klar. Der ist in 3 Wochen. Ja. Und dann wollen wir in 2 wöchentlichen Abstand den Plankenschnack auf den Sonntag etablieren. Also das soll eine Geschichte sein, wo wir Zeit für euch haben und wo wir euch Fragen beantworten und wo wir Themen diskutieren. Und was auch noch passieren soll, ist, dass wir Gäste hinzubitten. Ja, das ist ja auch noch eine Geschichte, die geplant ist. Und ich wüsste da einen Gast, den ich sehr, sehr gerne hätte, weil es eine ziemlich undurchsichtige Geschichte ist, wie man Partner wird bei. Da waren gerade auch mehrere Fragen dazu. Das ist so undurchsichtig, da gäbe es bestimmt den einen oder anderen Gesprächspartner, mit dem man darüber reden kann. Und natürlich auch andere Geschichten. Und da soll das hingehen. Das hatten wir vorhin nicht erwähnt. Also, fällt mir gerade ein. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auch andere Streamer einladen werden und das nicht nur auf Dings beziehen, also nur auf unsere Streamer-Plankenschnack generell, nur Piraten oder so. Also wir versuchen euch so viel wie möglich Einblick zu geben in das Medium Twitch, YouTube, Games, Streaming. Diese ganzen, wir haben nur mal so vorweg schon einen Haufen Themen vorbereitet.
wie ihr seht, sind sie sehr komplex und wir versuchen uns da den Ball hinzuspielen. Wir reagieren auf eure Fragen und wie gesagt, das wird eine Regelmäßigkeit. Der nächste ist in 3 Wochen, so wie Garak gesagt hat, nur um das nochmal kurz zu wiederholen. Genau. Und dann alle 2 Wochen für euch. Und als Gast ist, wird mein Top-Donator des nächsten Monats eingeladen. Okay, also habt ihr gehört, bei Slabby geht nächste Woche, ne? Also werf mal einen Euro bei Slabby ein. Werf mal einen Euro bei Slabby ein, ja. Ja, meine ich doch, Top-Tournee. Also wenn ihr... Ach so, ja. Nur für die Zukunft, ja, bei Twitter, Hashtag Plankenschnack, so wie das hier oben geschrieben wird, da könnt ihr uns auch erreichen. Wir nehmen euch, wir nehmen die Fragen nicht unbedingt aus dem Chat, weil ihr viel mitdiskutiert. Wir lesen es. Aber über Twitter könnt ihr uns da auf jeden Fall besser erreichen. Wenn ihr jetzt irgendwie zum Thema noch was loswerden wollt, ja, also wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass wir eventuell überziehen werden, könnt ihr uns da noch erreichen. Ducky B. ist jetzt Single. Dürfen wir die einladen? Nein. Tut mir leid, sonst muss ich mich mehr schminken, weil ich gehe abends nur mit Puder raus und sehe aus wie ein Fettgesicht. Verzeihung. Miramisu. Stimmt, ich habe Dagi B. und Dizzy noch nie in einem Raum miteinander gesehen. Nee, das funktioniert auch nicht. Ich bin zu dick dafür. Ist nicht deswegen genug, machst du kein YouTube. Genau, sind zu wenig. Ich bitte dich. Nur weil ich jetzt mein Haupthaar ins Gesicht geklebt habe für den Stream. Einmal drehen und dann bist du Dagi B. Einmal drehen und dann bin ich Dagi B. Seht ihr, jetzt ist es raus, Leute. Ich bin Dagi. Ich bin Bibi Blocksberg, so ist es. Ja. Wieso sitzt Dizzy woanders? Nein, wir sitzen alle woanders. Das ist nur Zufall, dass wir beide 2-mal mit Greenscreen haben, den wir in Skype leider nicht benutzen können. Jedenfalls haben wir da keine Lösung für gefunden. Ja, die jungen Männer wollen nicht ihr Zimmer zeigen. Hat halt nicht jeder so einen coolen Wäscheständer, wie ich hier hinten stehen. Ja. Schon seit Jahren. Greenscreens ist was für Leute ohne Hintergrund. Genau. So sieht's aus. Sehr geil. Das ist ein guter Spruch. Vorhin kam auch die Frage, wie wir das überhaupt machen hier mit diesem ganzen Kram. Da sollten wir vielleicht irgendwann mal einen Tech-Talk machen. Das wäre eine gute Idee. Start-Stream, dachte ich. Oder war das nicht so? Was? Ja. Was? Auf Start-Stream drücken und dann sind wir fertig, oder? War das nicht so? Genau. So streamt man doch, oder? Hey, ja. OBS anklicken, Start-Stream, der Rest kommt von alleine, oder was? Und dann sagt man, Follower-Alert an, oben rechts. Und dann läuft das doch, oder nicht? War okay, das nicht? Google. Xbox, sage ich dann immer. Ja, aber das können wir gerne mal machen, ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Idee. Gut, wollen wir dann so allmählich zum Ende kommen, oder wie? Ich habe ganz vergessen, meine Angela Merkel-Hand auszufahren. Wie die? Halt geübt wie vorher. Wie wäre die denn? Also. Ja, die was ich jetzt gerne noch möchte, ist, dass du... Nee, du, Garang. Was denn? Sag zum Abschied nochmal, wo die Leute dich erreichen können, bei Twitter und bei... Ja. Sag einfach Tschüss. Sag einfach Tschüss. Ja, ich sag mal Tschüss. Ne? Ja, man kann mich... Poste bitte deine Links noch, ja? Ja, also es haben ja... Also ich möchte mich bedanken bei allen, die während dieser Sendung meinen Stream gefollowt haben. Ich kriege hier nämlich eine Mail nach der anderen. Dankeschön. Und ich bekomme nämlich Mails, wenn mir jemand followt. Ich bin da ganz heiß drauf, dass ich Mails haben muss. Cool. Und also, man findet mich unter Twitch. Das muss in unserem Template mal besser gemacht werden. Das ist nämlich viel zu dunkel. Das kann man nicht lesen, wie wir heißen. Bei Twitch unter Garak_Durak. Das ist da oben auch schon richtig geschrieben. Dann auf, Dankeschön. Dann auf Twitter unter Garak_Durak. Auch mit Unterstrich. Auf Facebook Garak Durak, ohne Unterstrich, ja, aber es geht, glaube ich, auch mit irgendwie. Und bei YouTube, ich habe auch einen YouTube-Kanal mit ein paar Videos über Flugplanung, wird keine Sau interessieren, außer die Flugplanung benötigen. Und das Ganze findet ihr dann bei YouTube, auch unter Garak Durak. Ist ganz simpel bei mir. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hat super Spaß gemacht, die erste Sendung. Und ich freue mich auf die zweite in 3 Wochen. Yes. Ich mich auch. High five. Soll ich jetzt auch? Oder was? Jetzt bist du dran. Achso. Ja, da hat noch der Daniel Fioretti noch eine Frage gestellt. Was ratet ihr Anfängern bei Twitch, wenn Trolle übertreiben, slash den Tod wünschen und extrem werden? Bann. Bann, ja. Und gegebenenfalls ruhig bleiben, weil das ist, ne? Gegebenenfalls ein Schwachsinn. Bei Twitter kann man, bei Twitch kann man auch auf den Melden-Button drücken, das mache ich auch ab und zu. Da muss man aber aufs Profil erst gehen. Genau, aufs Profil gehen, auf den Melden-Button drücken und das da reinschreiben.
Das hilft, genau. Das funktioniert tatsächlich. Also ich habe schon dadurch einige Accounts entfernt. Also es geht. Genau. Ansonsten, genau, ich bin, genau, bei Twitch heiße ich Slapstick, logischerweise. Momentan hauptsächlich, wie gesagt, Minecraft Modpacks, aber ab und an auch mal ein bisschen Dark Souls Gedöns und vielleicht demnächst auch wieder ein bisschen Binding of Isaac. Auf YouTube heiße ich, glaube ich, auch Slapstick, muss man mich, glaube ich, auch finden. Da gibt's, oh, das muss ich, darf ich das hier benutzen als Ankündigungsplattform? Hau rein, hau rein. Ab nächster Woche gibt es von mir YouTube-Videos, weil ich bin nämlich unterwegs. Okay, und kann jetzt nicht mehr. Okay, reicht. Nicht so viel. Du darfst es jetzt nicht mehr benutzen, okay? Jetzt nicht ist, mehr. Du hast den Bogen überspannt, eindeutig. Du bist zu weit gegangen. Mach weiter los. Sorry. Nein, ich bin ja schon wieder arbeiten ab nächster Woche. Deswegen habe ich sogar schon 4 Folgen Minecraft-Modpacks produziert. Das heißt, die Fortsetzung quasi aus dem letzten Stream geht auf YouTube bei mir weiter. Zumindest für die Zeit, die ich weg bin. Damit einfach die Leute ein bisschen was gucken können. So viel dazu. Auf Twitter heiße ich Slapstickcare, so wie der Sticker am Slap, weil Slapstick ist schon vergeben. Da dürft ihr mich gerne followen, da unterhalte ich mich auch immer gerne mit euch, da trolle ich auch immer andere Leute an. Und ansonsten, Facebook finde ich kacke, aber da bin ich auch zu finden. Aber da könnt ihr mich eigentlich, also da könnt ihr mich auch erreichen, da antworte ich auch, aber wer nutzt heute schon Facebook? Ich, also, ich ganz im Ernst. In Facebook. Ja, weil du alt bist. Meine Mama hat jetzt auch einen Facebook-Account. Aber nur, weil sie alt ist. Und weil sie noch nicht weiß, was Twitter ist. Deswegen Twitter. Auf jeden Fall. Ansonsten, genau, ab wann bin ich wieder da? Ab dem 15. September werde ich dann auch wieder richtig reinhauen mit Streams. Also ab dann kann man auf jeden Fall wieder viel von mir erwarten. Okay. Kann ich noch was sagen? Wenn ach ja, und nee, häkeln tue ich nicht, aber ich streame mal unten ohne, falls das euer Ding ist. Okay, cool. Jetzt zum Beispiel. Das ist vor allen Dingen recht interessant. Das ist auch unbedingt Informationen, die man braucht. Erwähnenswert. Oh. Dagi. Zu mir brauche ich nicht weiter was sagen. Also moin, Dizzy. Rest findet ihr unten. Könnt ihr runterscrollen. Ich weiß nicht, nächste Woche, wir geben euch früh Bescheid, denke ich mal. Wir werden alle drei twittern, wo es losgeht nächstes Mal, weil wir werden das immer bei uns aufteilen sozusagen. Mal sind wir bei Garak zu Hause, dann sind wir bei Slabby zu Hause. Das wechselt immer Reihe um, würde ich sagen. Ich persönlich, auch im Namen von den anderen beiden, möchte mich bedanken, dass ihr alle da wart. Wir konnten leider nicht alles beantworten. Ich glaube, da war eine Menge dabei. Und ich glaube, wir haben grundsätzlich das Thema gut angeschnitten und ich glaube, wir werden uns verabschieden. Und heute gibt es bei mir keine Werbung, weil hier keiner irgendwelche Einnahmen macht von dem Ganzen. Bitte tut mir einen Gefallen und guckt bei Garak vorbei, guckt bei Slabby vorbei. Ihr habt sie heute kennengelernt und das